Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu der ersten und zu der Auftakt-Rallye von Genug ist Genug. Ich kann euch gar nicht alle erkennen, weil das Licht so hell ist, aber ich sehe, dass der Saal voll ist und ich freue mich sehr, denn es ist wirklich wichtig, dass so viele hier heute gekommen sind zu der ersten Rallye. Ich begrüße alle, die hier im Raum sind, in Berlin-Neukölln, im Oyun. Ich begrüße alle auch im Livestream, die bundesweit zuschauen. Herzlich willkommen zu dieser ersten Rallye von einer Kampagne, die wir erst vor ein paar Wochen gegründet haben, aber die schon viele, viele tausende Unterstützerinnen und Unterstützer hat. Nämlich alle, die sagen, dass diese Preiskrise, dass diese Energiekrise nicht auf unseren Schultern, dass wir diese Krise nicht auf unseren Schultern werden tragen können, dass wir uns wehren werden gegen diese Krise, gegen diese Preissteigerung und dass wir nicht akzeptieren werden, dass einige wenige von dieser Krise profitieren und wir die Zeche zahlen. Wir haben diese Kampagne gegründet vor einigen Wochen und uns als Vorbild die britische Enough is Enough-Kampagne genommen, weil dort nämlich genau das passiert, dass der soziale Protest mit den Streikbewegungen der Eisenbahner, mit den Streikbewegungen der Postangestellten, also mit den kämpferischen Gewerkschaften geführt wird, die nämlich genau in dieser Krise dafür kämpfen, dass wir höhere Löhne haben und dass wir gemeinsam solidarisch durch diese Krise kommen. Und die Enough is Enough-Kampagne hat uns so sehr begeistert, dass wir, die Redaktion von Jacobin, mit unserer Schwesternzeitschrift im Tribune Magazine aus UK, die auch Enough is Enough unterstützen, dass wir diese Kampagne gegründet haben und jetzt gemeinsam mit Fachbereichen von Verdi und mit vielen einzelnen Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern das geschafft haben, tatsächlich auch diese Bewegung hier nach Deutschland zu holen. Und dieses ist die erste von vielen Rallyes, die noch in den nächsten Wochen kommen werden. Was wir versuchen, ist das Unmögliche, wenn man so will, weil viele sind nicht nur deprimiert und haben Angst in dieser Krise, sie wissen nicht, was kommt und sie wissen auch nicht ganz genau, wie sie sich wehren können. Und ich glaube, es ist unsere Aufgabe zu zeigen, wie man sich wehren kann, wie man sich gemeinsam organisieren kann in dieser Krise und auch, das muss ich auch dazu sagen, die Straßen und die Räume nicht den Rechten zu überlassen, weil der soziale Protest wird massenhaft von rechts angeführt, das können wir nicht zulassen. Und deswegen sollten wir uns solidarisch zusammenstellen, diejenigen, die in den kommenden Wochen, es sind fast 10 Millionen Beschäftigte, die in den kommenden Wochen in Arbeitskämpfen stecken werden, in der Metall- und Elektroindustrie, im öffentlichen Dienst. Wir werden all jene unterstützen, die in den kommenden Wochen in Tarifauseinandersetzungen sind. Wir werden all jene unterstützen, die nicht wissen, wie sie die nächste Gasrechnung bezahlen können, wie sie die nächste Lebensmittelrechnung bezahlen können. Wir stehen alle gemeinsam an dieser Stelle. Und wir werden hier bei diesen Rallyes Wege aufzeigen, wie wir uns gemeinsam dagegen organisieren. Wir gehen nicht nur einfach einmal auf die Straße und sagen, das war's, sondern wir wollen uns langfristig organisieren, weil es ist nicht nur diese Krise, die kommt, es ist die kommende Krise, die nächste Krise, die kommt, die Klimakrise, die kommt. Es gibt so viele Krisen, die in diesem Kapitalismus ständig wieder auftreten und wir müssen uns gemeinsam gegen jede wehren. Deswegen kommt es jetzt darauf an, dass wir anfangen, uns dagegen zu organisieren.
Als Genug ist genug haben wir dafür 6 Forderungen aufgestellt, die eigentlich alle ganz einfach sind. Ich glaube, ihr werdet sie schon alle kennen und sie sind auch ganz realistisch und einfach umzusetzen. Nur die Bundesregierung hat es noch nicht ganz verstanden. Das eine ist die erste Forderung, das 9-Euro-Ticket zu verlängern. Heute ist bekannt geworden, dass es das 49-Euro-Ticket geben soll. Es scheint ja erstmal eine gute Lösung zu sein, denken die Politiker. Aber für viele sind auch 49 Euro im Monat leider immer noch viel zu viel. Und bei steigenden Preisen überlege ich mir, ob ich dann wirklich diese 49 Euro habe oder ob ich nicht doch aufs Fahrrad steige, zu Fuß gehe oder es mir einfach nicht leisten kann. Das heißt, wir halten daran fest, das 9-Euro-Ticket muss weitergeführt werden. Wir sagen auch, und das ist, glaube ich, auch eine, ich habe gerade die zweite Forderung, wir sagen auch, dass der wichtigste Punkt, um höhere Preise zu verhindern, ist, höhere Löhne zu haben. Es ist ganz einfach, wenn wir höhere Löhne erstreiken, dann haben wir selber es in der Hand, tatsächlich auch andere Löhne zu erstreiken. Wenn im öffentlichen Dienst tatsächlich die 10,5%, die jetzt von der Tarifkommission vorgeschlagen wurden, wenn die durchgesetzt werden, dann strahlt das auf alle anderen Bereiche, dann strahlt das auf alle anderen kommenden Arbeitskämpfe, dann strahlt es auf den Mindestlohn, es strahlt auch auf alle Sozialhilfen, auf alles andere. Das heißt, wenn wir diesen hohen Löhne erkämpfen können, und zwar gemeinsam erkämpfen können, dann bedeutet das auch, dass wir alle anderen Forderungen hochschrauben können. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam auch für die einstehen, die jetzt gerade für höhere Löhne kämpfen oder die das in den nächsten Wochen und Monaten tun. Wir sagen, Löhne rauf, dauerhaft. Eine unserer weiteren Forderungen war der Gaspreisdeckel. Und ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber der Gaspreisdeckel ist in der Kommission jetzt abgestimmt worden. Also die Bundesregierung schlägt einen Gaspreisdeckel vor, wie wir ihn auch uns gefordert haben. Aber er soll erst ab März eingesetzt werden. Das heißt, ab März, wenn alle aufhören zu heizen, gibt es dann einen Gaspreisdeckel. Das ist natürlich ein Hohn für alle, die nicht wissen, wie sie tatsächlich die Heizkostenrechnung bezahlen sollen. Deswegen sagen wir, der Gaspreisdeckel muss kommen, er muss richtig kommen, er muss früher kommen und es muss eine Ober- und eine Untergrenze geben, nämlich es muss für diejenigen, die ganz viel heizen und die Villa heizen und den Pool heizen, muss es eine Obergrenze geben und für diejenigen, die nicht mehr Gas sparen können, muss es eine Untergrenze geben, damit niemand in diesem Winter frieren muss. Außerdem, und das ist auch schon allen klar, gibt es einige wenige Gewinne, ihr habt es gerade in dem Video gesehen, einige wenige Unternehmen, die von dieser Krise profitieren, RWE und andere, und wir sagen, es darf niemand von dieser Krise profitieren, von Kriegen profitieren, von Lieferengpässen profitieren, übermäßige Gewinne machen. Wir wollen die Übergewinne abschöpfen und es muss eine vernünftige Übergewinnsteuer geben, die auch rückwirkend auf die Krisen wirkt, für die wir alle nicht verantwortlich sind, sondern für die andere verantwortlich sind. Und niemand darf davon profitieren, das heißt eine Übergewinnsteuer jetzt. Und zuletzt, es wurde auch schon in dem Video erwähnt, kann es nicht sein, dass die Energieproduktion, genauso wie Wohnungsunternehmen im Übrigen, aber dazu kommen wir später noch, dass diese privat Profit machen können, und zwar Megaprofite machen können, und dass wir es nicht in öffentlicher Hand haben, was mit dieser Produktion passiert. Das heißt, die Energieversorgung gehört in öffentliche Hand und wir fordern die Vergesellschaftung der Energiekonzerne am besten jetzt gleich. Wir werden heute Abend diejenigen zu Wort kommen lassen, die ansonsten viel zu selten in der Öffentlichkeit stehen, nämlich genau diejenigen, die für höhere Löhne kämpfen, die sich einsetzen, sowohl hier in der Nachbarschaft, hier in Neukölln, für diejenigen, die sich dagegen wehren, in Armut getrieben zu werden und dafür stigmatisiert zu werden. Wir lassen heute diejenigen sprechen, die nämlich tatsächlich sonst immer die Krisen tragen müssen und die jetzt sagen, genug ist genug. Und wir wollen beginnen mit der Kollegin Anja Vogt von der Krankenhausbewegung vom Vivantes Klinikum. Herzlich willkommen, Anja. Ja, hallo. Ich habe gerade schon gesagt, es ist was anderes, auf einer Demo zu reden, wo die Hälfte der Leute dir vielleicht gar nicht zuhört, als hier, wo jetzt alle gespannt warten. Ich probiere es einfach mal. Ja, wie gesagt, ich bin Anja und ich würde euch gerne einladen, mitzumachen beim Streik nächstes Jahr.
Warum? Wie gesagt, ich arbeite hier im Klinikum Neukölln, bin dort Pflegekraft und war im letzten Jahr ein Teil der Berliner Krankenhausbewegung. Und wenn ich was gelernt habe im letzten Jahr, ist es, man kann gewinnen. Man kann gewinnen, wenn man sich organisiert, wenn man stark ist, wenn man seine Macht, die man hat, nutzt, kann man am Ende tolle Siege erringen. Und ich stehe heute hier, und es war nicht von Anfang an so, dass ich, vor einem Jahr hätte ich vielleicht noch nicht diesen Satz gesagt, weil ich gedacht habe am Anfang, oh Gott, das ist eine Riesenforderung, die wir da haben, werden wir die überhaupt durchkriegen, gegen diese starken Arbeitgeber, vielleicht auch gegen eine Politik, die uns am Anfang nicht mal zugehört hat, auch mit einer Gewerkschaft, in der ich schon lange engagiert bin, aber die wir auch ein bisschen treiben mussten, können wir das überhaupt wuppen? Und ja, wir haben es gewuppt. Wir haben uns zusammengeschlossen, wir haben Kollegen akquiriert, wir sind über die Stationen gegangen, am Ende waren wir machtvoll. Und das ist das, was ich heute mitgeben will. Man kann gewinnen, man muss nicht Verlierer einer Situation sein. Wir stehen heute vor einer Krise. Ich glaube, niemand von uns hätte sich vor 2 oder 3 Jahren das vorstellen können. Riesige Inflationszahlen, steigende Energiepreise. Viele von euch, von uns wissen nicht, können sich die Miete im nächsten Monat noch leisten. Und es ist eine Frage wieder, verlieren wir oder gewinnen wir? Viele, viele Menschen haben sich schon ganz oft in den letzten Jahren als Verlierer gesehen. Ich sage Einführung Hartz IV. Ich selber komme aus dem Osten, auch da nach der Wende sehen sich viele als Verlierer. Und auch jetzt könnte es sein, dass man sagt, okay, wir sind die Verlierer dieser Krise, wir werden die Last tragen, währenddessen sich Unternehmen Milliardengewinne einstecken. Es könnte aber auch sein, dass wir es schaffen, eine Entlastung für die Mehrheit der Bevölkerung zu erkämpfen. Und genau das, glaube ich, können wir schaffen, wenn wir zusammenhalten. Im nächsten Jahr, schon angesprochen, wird es die große Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst gehen. Öffentlicher Dienst, das sind Leute wie ich. Ich würde sagen, Leute wie wir, die dieses Land am Laufen halten. Denn egal, ob jemand ins Krankenhaus geht, ob er zu Hause den Wasserhahn aufdreht, ob er früh im Bus steigt, zur Arbeit fährt, es sind immer Menschen wie ich, wie wir, wie viele von euch hier im Saal, die diese Räder drehen, die dieses Land in Bewegung halten, sage ich mal. Und wir haben einen ersten Schritt gemacht, wir haben unsere Forderung aufgestellt. 10,5% mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro für alle Beschäftigten. Und damit haben wir, finde ich, eindeutig gesagt, wir lassen das nicht zu, dass wir Verlierer sind. Wir machen diese Preissteigerungen nicht mit, zumindest nicht auf unsere Kosten. Aber was ist passiert? Ich glaube, 2 Stunden, nachdem die Forderungen öffentlich geworden sind, Arbeitgeber, um Gottes Willen, unverschämt, unerhört, unglaublich überzogen. Und da frage ich mich schon, warum? Die Inflation liegt aktuell, ich habe heute Morgen noch mal geguckt, bei 10,1%. Energiepreise sind um 36% gestiegen laut Statistischem Bundesamt, Nahrungsmittelpreise um 16%. Da frage ich mich, warum sind 10,5% mehr Lohn unverschämt? Also vielleicht meinten Sie unverschämt wenig, da würde ich Ihnen recht geben, aber ich glaube, das meinten Sie nicht. Aber trotz allem würden wir für diese unverschämt niedrige Forderung hart kämpfen müssen im nächsten Jahr. Wir werden genau wie die Berliner Krankenhausbewegung uns organisieren müssen. Wir werden aufstehen müssen. Wir werden an Wintertagen im Kalten stehen müssen und vor der Klinik streiken müssen. Und wir werden aber, und da bin ich mir ganz sicher, wir werden gewinnen am Ende. Wir werden diese Forderung durchsetzen, weil wir uns das nicht mehr gefallen lassen und weil wir nicht die Verlierer dieser Krise sein werden. Und ich würde auch gerne noch mal einen Schwenk machen, warum das auch für alle anderen hier im Saal, die vielleicht nicht im öffentlichen Dienst arbeiten, wichtig ist. Wie viele sind denn hier aus dem öffentlichen Dienst?
Das sind gar nicht so viele. Und alle anderen fragen sich jetzt, ja toll, dass ihr das nächstes Jahr macht, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Es hat verdammt viel mit euch zu tun. Erstens, 2,5 Millionen Menschen, glaube ich, arbeiten im öffentlichen Dienst. Das ist eine Menge und es sind die Leute, die dieses Land am Laufen halten. Ich wiederhole es nochmal. Und an allen diesen 2,5 Millionen Menschen hängen Familien. Das heißt, es ist im Grunde genommen der Kern der Gesellschaft, der von dieser Tarifauseinandersetzung im nächsten Jahr betroffen sein wird. Aber es ist auch ein Zeichen an die Gesellschaft, wenn wir diesen Kampf gewinnen, wenn wir gute Forderungen erkämpfen werden, nämlich, dass wir es uns nicht bieten lassen und dass es sich lohnt, aufzustehen, dass es sich lohnt, sich zu organisieren, dass es sich lohnt, zu kämpfen, dass man sich nicht als Verlierer sehen muss, sondern immer dagegen ankämpfen kann. Und deswegen ist diese Tarifauseinandersetzung im nächsten Jahr auch wichtig für die Gesellschaft. Sie ist aber auch wichtig für andere Abschlüsse, die im nächsten Jahr getroffen werden. Dutzende Tarifauseinandersetzungen wird es im nächsten Jahr geben. Und natürlich, die Abschlüsse im öffentlichen Dienst werden Strahlkraft haben auf kommende Tarifauseinandersetzungen. Und vielleicht wird der ein oder andere private Arbeitgeber auch sagen müssen, ich muss mal meine Löhne erhöhen, sonst rennen mir die Leute weg in den öffentlichen Dienst. Wer weiß es? Insofern ist es wichtig und es ist wichtig für alle in der Gesellschaft. Es ist natürlich auch wichtig als Zeichen an politisch Verantwortliche. Nein, wir machen das so nicht mit, wie ihr das vorgesehen habt. Wir werden uns wehren und wir werden dagegen aufstehen. Und es ist... Und es ist ganz zum Schluss für mich auch ein Zeichen an die Zukunft. Denn es wird nicht die letzte Krise sein. Es wird nicht die letzte Auseinandersetzung sein. Es wird in Zukunft nicht nur um Löhne gehen, um Daseinsvorsorge. Es wird ums Klima gehen. Es werden viele, viele Kämpfe geführt werden. Und wenn wir die gewinnen wollen, dann lasst uns im nächsten Jahr gemeinsam anfangen mit der TVÖD-Runde. Lasst uns alle anderen Tarifkämpfe unterstützen. Lasst uns für bessere Löhne auf die Straße gehen. Dann sind wir geübt für alle weiteren Kämpfe. Denn es kann nicht sein, dass die Reichen in diesem Land immer reicher werden und die Beschäftigten immer mehr zurückfallen. Danke. Wer hat jetzt eigentlich die nächste Rede? Du. Hallo. Wenn ich hier mal in den Saal reinkicke, dann breche ich den Altersdurchschnitt ganz doll nach oben, glaube ich. Ja. Ich dachte, ich bin auf der falschen Veranstaltung hier. Mein Name ist Michael Erdmann, ich bin von der Berliner Stadtreinigung, bin da Kraftfahrer in der Müllabfuhr. Anja, zu deinem Applaus kommt noch was dazu, den kann man ja nicht mehr toppen. Du bist Pflegekraft, habe ich das richtig vernommen? Ihr habt damals den fetten Applaus von allen bekommen, aus der Politik. Was habt ihr bekommen? Einen Scheiß habt ihr bekommen. Nämlich keine Kohle. Das haben sich die Leute eingesteckt, die Vorstände, die haben sich wieder fett gemacht. Genau das, was du gesagt hast. Und da muss man mal ganz klar sagen, Hut ab, Anja, vor euch, den wirklich in den Arsch getreten wurde. Und heute stehst du hier und kämpfst weiter, hast dich nicht klein machen lassen. Super. Aber ich bin ja nicht alleine hier. Ich habe ja gesehen, die mit dem kleinen orangen Block, auch wenn das nicht BSR drauf steht, mein Freund Peter, der ist von der Berlin Recycling. Und jetzt könnte man ja mal sagen, wir sind in dem Alter, wo ja, die Taschen sind wahrscheinlich ein bisschen voller als eure Taschen. Das kann durchaus möglich sein. Aber ich sag mal, uns hat man mal vor vielen Jahren gesagt, da waren wir so jung, wie ihr seid. Ihr müsst was tun für eure Rente. Wenn ihr euer Geld verdient, dann kriegt ihr die Rente und das wird aber nicht reichen. Da musstest du schon was machen. Was solltest du mit dem Geld machen, Peter? Kannst du dich noch daran erinnern? Da ihr habt irgendwie so Drei-Säulen-Modell oder sowas. Kick mal, hier Mikro. Hier, nimm mal mehr Mikro. Kann ich doch so machen. Kannst du so. Einfach mal Kohle zurücklegen, sich für die Alterszeit zurücklegen, ansparen, Wohnung nehmen, etc. alle Alterssachen zurechtlegen, sollte man machen. Ja, und was ist willkommen? Nichts, ja, nichts drin. Im Portemonnaie kann ich mal kicken, was habe ich noch drin? Kleinen Groschen vom Schornsteinfeger, krieg jedes Jahr im Januar, dass ich Glück habe. Mit Glück kriegen wir aber nichts mehr hin. Mit Glück kriegen wir nichts mehr gemacht, nicht mal mehr mit Schornsteinfeger. Ich finde es richtig geil, junge Leute hier zu sehen. Wie wir da alten Säcke hier. Ja.
Wir können immer nur sagen, mit euch können wir was wuppen draußen. Ihr müsst mit auf die Straße kommen. Der TVÖD, jetzt diese 10,5%, ich komme vom privaten Entsorger. Also wir sind privat, zwar eine Tochter von der BSA, aber wir werden privatwirtschaftlich geführt. Und diese 10,5% sind für mich das andere noch viel wichtiger, diese 500 Euro, dieser Sockelbetrag. Weil diese kleinen Lohngruppen, die unten rumschwappern, die werden davon profitieren. Und wir müssen wirklich das Ding jetzt hundertprozentig durchziehen, dass da wirklich auch eine 10 steht. Also eine 10,5%, da sind wir gerade mal plus minus null. Und wenn wir dann anfangen, oder ihr besser gesagt, wir fangen auch jetzt zum Jahresende an, für mich, meine Tarifverhandlung in meinem Betrieb, jetzt natürlich super gut, dass ich sagen kann, die 10,5% werde ich mehr verlangen für meine Kollegen. Weil dieser Personalmangel, der an allen Ecken und Kanten suggeriert, da haben wir keine Kollegen mehr. Wir haben keine Kraftfahrer mehr, die woanders hinpesen. Das ist bei euch im Krankenhaus, ihr werdet kein Krankenhauspersonal mehr haben. Euch hat man beklatscht, ich habe vorhin draußen gesprochen, damals, das ganze Theater, wie man euch beklatscht hat. Wie man euch beschnipst hat auf dem Balkon, fand ich absolut abartig, muss ich mal so sagen. Was habt ihr davon gekriegt? Was habt ihr davon gehabt? Nichts, gar nichts. Also wer sich hingestellt hat, auch zu klatschen oder zu schnipsen, um die Leute im Gesundheitswesen zu unterstützen, war echt eine Frechheit, weil letztendlich nichts bei rumgekommen ist. Und einfach mal gesagt, wenn die Politik hunderte Millionen in die Rüstung drinsteckt, hunderte Millionen rinpulvert in Panzer, in allen möglichen Sachen, da frage ich mich echt, haben diese noch da oben alle dran, die Regierung? Ja. Haben sie da wirklich noch alle? Und die Streiks, die werden kommen. Der TVÖD, ihr werdet garantiert im Frühjahr oder im Januar, Februar, wenn die Friedenspflicht beendet ist, werden die Warnstreiks kommen. Wir haben schon angesagt, wir mit unseren 160 LKWs, für euch zur Info, wir sind die Orange-Weißen, die durch Berlin dödeln und Papier, PPK und Glas einsammeln. Wir stehen dazu. Wenn die Mülle sagt, wir streiken, dann ist die Berlin Recycling zu 100% dagegen, dabei. Die stehen dazu. Ich habe mit meinen Kollegen gesprochen, ich sage, Leute, wenn die Mülle streikt, dann sind wir dabei. Und dann will ich ja mal sehen, was passiert in Berlin. Ja, das habt ihr mal in Neapel gesehen, vielleicht mal in den Nachrichten, wenn der Müll nicht abgeholt wird. Dann werden die erst mal sehen, was wir für eine Durchschlagskraft haben können. Wenn einfach mal 3-4 Tage, müssen wir 3 Tage durchkriegen, also 3 Tage müssen mindestens gestreikt werden, weil dann spürt man in Berlin, wenn 3 Tage lang der Müll nicht abgeholt wird. Ihr nehmt uns alle ja nicht wahr draußen. Ihr denkt immer, die Mülltonne ist leer, alles geil, alles schön, was wir für einen schweren Job machen. Wir laufen in Kellerin, wir laufen Hinterhäuferin, wir ackern wirklich wie die Hafennutten. Und wenn wir da mal nicht fahren, dann werden wir die ganzen Dinge schön stehen lassen, dann wird Berlin sich hinkicken. Ja, im Winter können sie Glück haben, dass es nicht so richtig stinken wird, dass sich der Geruch nicht entwickeln wird, aber ich glaube, uns wird man wahrnehmen. Uns wird man wahrnehmen und weil ich mir noch viel mehr wünsche, dass es mal eine gemeinsame Sache gibt. Dass die Gewerkschaft nicht nur die Verdi für sich alleine streikt, sondern wenn ich Frankreich sehe, da geht mir das Herz auf, weil da zentral was gemacht wird, dass da zentral gestreikt wird und nicht der eine Bereich streikt Dienstag, der andere streikt Mittwoch, der andere Donnerstag. Wir müssen mal einen Generalstreik ausrufen, wenn sowas ist. Ja, das wäre mal eine Idee. Und wir haben ja Politiker hier zu sitzen, nehmt das mal einfach mit sowas, die Gewerkschaften miteinander verbinden. Die müssen sich zusammenschmeißen, und wenn sie vielleicht nicht miteinander können. Aber dann, ich glaube, wenn alle Bereiche dann mal so einen Generalstreik ausrufen, was wir in Deutschland schon ewig nicht mehr hatten, ich glaube, dann werden wir was hinkriegen. Danke, Kollegen. Danke, Peter. Vorhin im Vorgespräch habe ich hier eine junge Frau kennengelernt. Ja, war ganz lustig gewesen. Und da haben wir so einen kleinen Smalltalk gehabt. Und da hinkt so, die kennt ja den Ikea-Spruch, wohnst du schon oder lebst du noch? Oder sowas. Weißt du, was sie gesagt hat? Lebst du schon oder kämpfst du noch? Und das ist ganz entscheidend. Ihr kämpft. Das ist total mega geil, muss ich mal sagen. Hut ab. Weil eins ist doch ganz klar, wenn wir, das was Peter gesagt hat, unsere Tarifforderung, wenn die durchkommt, das schlägt ja durch überall in der Gesellschaft, in allen Betrieben. Ich sage mal, die Rezession, wo kommt denn die her? Weil die fetten Reichen, ja, die Aktionäre, die wollen doch immer ihre fette Dividende haben. Das geht doch keiner großen Firma schlecht, das haben wir vorhin gesehen, RWE. Ja, Milliarden Gewinne, wenn sie die Möglichkeit haben, in der Formel 1 Millionen zu sponsern, Fußballer Millionen kriegen, welchen Wert haben die für diese Gesellschaft gebracht? Null. Null Wert. Jeder, der hier einen Stein schleppt, der hier irgendwo putzen geht, der macht echten Wert, aber doch nicht irgendein Aktionär, der bringt doch keinen Wert. Ja. Und da kann man mal sagen, lebst du schon oder kämpfst du noch? Wohnt ihr noch bei Mami oder wohnt ihr in irgendeiner WG? Wollt ihr das ewig machen? Nee, das wollt ihr, glaube ich, nicht. Das geht aber nur, wenn ihr bezahlbare Jobs habt.
Da sind wir bei Azubis, wo das Geld für die, sag mal, bei den Azubis nicht ausreicht. Wie sollen die davon leben? Ein Student, der irgendwo jobben geht, kriegt da 450 Euro. Wenn ich höre, so ein WG-Zimmer kostet 450 Euro, von was lebt er denn noch? Funktioniert doch nicht. Also deswegen ist es super wichtig, dass ihr hier aufsteht, diese Rallye, ja, wie heißt sie? Rallye, erste Rallye hier, 13.10. Ja, so, genug ist genug, ganz genau. Ja. Insofern freue ich mich und ich bedanke mich. Ich glaube, sonst überziehen wir hier. Wir haben ja irgendwie so eine Redezeit hier. Ja, also viel Spaß heute Abend noch und ich übergebe. Vielen herzlichen Dank an Michael und an Peter für die kleine Einlage vom BSR. Ich glaube, ihr habt uns vorgewarnt, 3 Tage kein Müll in Berlin und dann werden wir schon sehen, was Tarifverhandlungen bedeuten. Gut, wir machen weiter im Programm. Und zwar kennt ihr sie wahrscheinlich schon aus den Genug ist genug Videos auf unseren Social Media Kanälen, wenn ihr den folgt, wenn nicht, solltet ihr das jetzt noch tun. Und zwar Jensin Köktürk, Sozialarbeiterin. Herzlich willkommen, Jensin, in Berlin. Hallo, jetzt haben wir genug gelacht, jetzt kommt eine ernste Rede. Also mein Name ist Jensin, ich bin Sozialarbeiterin und ich fange jetzt mal an. Wenn unsere Zellen in unserem Körper einen Tag lang so handeln würden wie wir innerhalb der Gesellschaft und untereinander, würden wir innerhalb von 24 Stunden sterben. Unser Körper und die Natur machen es uns vor. Sie sind nicht auf Zerstörung, auf Konkurrenz und auf Ausbeutung aus. Zwischen Macht, Gier und Geld haben wir genau das alles vergessen und jetzt stehen wir vor einer kapitalistischen Welt voller Armut und Leid. Das Ganze ist abgedriftet und zwischen all dem Wohlstand haben wir unseren Ursprung vergessen und uns als Menschheit verraten. Reiche, die keine Reichen wären, wenn es die Armen nicht gäbe. Und genau deshalb ist der Wille auch nicht da, Armut zu bekämpfen. Reich sein geht eben nur auf Kosten anderer. Und ich denke, wir wissen jetzt alle, dass es so, wie es ist, nicht bleiben kann. Auch die Regierung weiß es. Die Grünen wussten es angeblich auch schon vor der innigen Tat, musste sie sanktioniert werden, da sie die letzten 2 Monate ihre Kontoauszüge nicht einreichen konnte. Und dann sagen irgendwelche reichen Fuzzis, niemand muss auf der Straße leben in Deutschland. Wenn man mehrfach und so oft erniedrigt und demütigt wird als Mensch, nichts wert zu sein, ist es nicht völlig normal, irgendwann aufzugeben? Statt Verurteilung die Frustration anzuheizen und von einer Gratis-Mentalität zu sprechen, muss man den ärmsten Schichten der Bevölkerung das Selbstvertrauen stärken und ihnen das sichere Gefühl vermitteln, dass sie denselben Wert wie andere besitzen. Um den Herausforderungen unserer Zeit gewachsen zu sein, müssen wir ein größeres Gespür für unsere universelle Verantwortung entwickeln. Und wir dürfen nicht erst auf die Straßen gehen, wenn es um uns geht und wir selbst davon betroffen sind. Wir müssen für die Menschheit auf die Straßen gehen. Und ob man es immer noch nicht verstehen will oder nicht, wir sind nun einmal alle auf dieser Erde geboren, ob reich oder arm, ob gebildet oder ungebildet, welcher Nation oder Religion auch immer. Letzten Endes ist jeder und jeder von uns einfach nur ein Mensch wie jeder andere. Und wir alle wollen ein gutes Leben und das Leid meiden. Und noch viel wichtiger, alle haben das Recht darauf, glücklich und gesund zu sein. Und wenn man endlich zugibt, dass auf dieser Ebene alle Lebewesen gleich sind, empfindet man diese Empathie, die uns in der Gesellschaft, aber vor allem in der Politik fehlt. Und erst dann wird es auch möglich sein, ein echtes Empfinden der Verantwortung zu entwickeln und aktiv anderen dabei zu helfen, ihre Probleme zu bewältigen oder wie wir hier heute zusammen, um ein Zeichen zu setzen und gemeinsam laut zu werden. Wir brauchen eine Übergewinnsteuer, eine Vermögensteuer und eine Erbschaftssteuer. Und irgendjemand, der hier sagt, das bringt nicht viel, hat in der Schule nicht aufgepasst. Ich zwar auch nicht,
Aber rechnen kann ich. Und das alles muss bezahlt werden. Und es gibt kein wirklich sinnvolles Gegenargument, was dagegen spricht, von oben nach unten zu verteilen. Und ich frage mich auch ernsthaft, gibt es da wirklich jemanden, der sich absolut glücklich in seinem Reichtum ausruhen kann, während draußen Menschen im Winter erfrieren, weil sie keine Wohnung haben? Vielleicht, aber nur, weil man sich nicht traut, in sich hineinzublicken, weil dort all die Lücken mit Luxusgütern und Geld gestopft werden. Und wir sind nicht Produkte und Maschinen. Und weil wir eben nicht materielle Geschöpfe sind, ist es auch vergeblich, dass Reichtum allein der Sinn hier auf dieser Erde ist. Und alles im Leben ist eine Entscheidung. Und Ignoranz ist eine ganz klare Entscheidung gegen die Solidarität. Und Ignoranz ist eine Entscheidung gegen das Menschsein. Und ich kann euch auch sagen, hinter all den Menschen, die in Armut leben, steckt eine Geschichte. Und genauso wie alle hier im Raum eine Geschichte mit sich tragen. Der eine hat vielleicht mehr Glück, durch Familie und Freunde aufgefangen zu werden, doch andere, die ins Leere fielen, den Halt nicht mehr hatten und sich in Süchten und Verzweiflung wiederfanden. Und all die Menschen, die ich kennenlernen durfte, während meiner Arbeit waren so genügsam. Und es war nicht viel, was sie verlangt haben. Ein warmes Zuhause, warmes Essen und dass die Kinder in der Schule mithalten konnten. Ist das in eins der reichsten Länder der Welt eigentlich zu viel verlangt? Die Realität sieht so anders aus, als die meisten eigentlich denken. Chancengleichheit gibt es in Deutschland nicht. Das, was es dafür in Deutschland gibt, ist, dass man selbst Verantwortung für seine Startchancen übernehmen muss. Symptome behandeln und Krisenmanagement funktioniert nicht mehr. Wir müssen an die Ursachen ran und am Ursprung drehen. Ich mache diesen Job als Sozialarbeiterin eigentlich auch nur, weil die da oben in der Regierung die letzten Jahre und auch jetzt zu unfähig sind, soziale Gerechtigkeit mit Inhalt zu füllen. Aber dann hört auch auf, mit all dem für euch zu werben und das Leid nur für die Stimmen auszunutzen. Und ich schwanke in meinem Alltag zwischen Systemkritik und unmenschlicher Sozialpolitik. Und ich muss die Menschen wieder in das System inkludieren, was ich selber für absolut scheiße empfinde. Also wann... Also wann weiten wir endlich unser Herz und hören auf mit all den Theorien und den Grenzen, die wir uns selbst setzen und künstlich erzeugen? Wenn ein Wille da ist, dann kann man alles ändern. Und wenn man will, dann kann man mehr Geld ausgeben, um Menschen zu helfen. Aber der Blick fehlt, denn der Blick auf die Realität, wenn man im Bundestag sitzt und seine theoriebasierte Show abzielt, der fehlt einfach. Die diese unmenschlichen Entscheidungen treffen oder eben menschenwürdige Entscheidungen nicht treffen, das sind die, die wirklich sozial schwach sind. Zwei Porsches zu besitzen, aber das 9-Euro-Ticket nicht ermöglichen, das ist so sozial schwach. Wenn man seine... Wenn man seine Moral und sein Herz verloren hat, dann ist man wirklich sozial schwach. Und wir brauchen eine Revolution, in der die Menschen im Mittelpunkt stehen, eine Revolution der Menschlichkeit. Wir können bei dieser Regierung nicht auf einen Wandel warten, wir müssen ihn selbst anstoßen, denn genug ist genug. Danke. Danke, Jansin. Wir machen direkt weiter, weil wir ein bisschen im Verzug sind. Deswegen kündige ich direkt den nächsten Redner an, und zwar Harlis. Er ist Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Berliner Wasserbetriebe, unter die in Berlin auch nichts laufen würde. So, ich hoffe mal, man kann mich hören. Test, es klappt auf jeden Fall. Und bevor ich überhaupt anfange, möchte ich eine Sache kurz zitieren, und zwar von, ganz kurz, Lisa Neubauer hat gesagt, wir als Jugend können vor unserer Zukunft nicht fliehen, deswegen müssen wir für sie kämpfen. So. Und für die, die mich nicht kennen, das sind wahrscheinlich 99% von euch, ich bin der Hallis, ich bin der erste Stellvertreter der Jugend- und Auszubildendenvertretung der Berliner Wasserbetriebe. Und für die, die es nicht wissen, wir sind die, die euch täglich mit Wasser versorgen. Und ein kleiner Insider-Tipp, das Wasser ist auch trinkbar. Ich hoffe, es klappt. So, damit ihr Bescheid wisst, ich habe einfach nur genug. Ich habe genug davon, am Ende des Monats mir einfach nur Sorgen machen zu müssen, ob ich jetzt Nudeln mit Pesto esse oder ob ich doch lieber tanken gehe. Ich habe genug davon, mir von Menschen anhören zu müssen,
Ich würde doch genug verdienen mit den 800 Euro im Monat und diesen paar Zerquetschten, die ja, mir für den Rest des Monats irgendwie aushelfen müssen, was aber, genau wie ihr alles auch denken könnt, es einfach nicht klappt. Während genau diese gleichen Personen auch in den schönen, beheizten Räumen sitzen und sich keine Sorgen machen müssen um ihre Jahresabschlagssumme oder allgemein um ihre Jahresabrechnung. Genau diese Menschen wollen mir erzählen, dass ich es gut habe. Mit dem Minus auf meinem Konto und sind 10 Euro, die ich am Ende des Monats zur Seite lege, weil ich einfach erhoffe, dass keine größere Rechnung kommt als meine Autoversicherung. Aber ich weiß nicht, wie es halt bei euch war oder ist, aber bei mir war es so, als ich nach Berlin gezogen bin vor einem Jahr, ich habe mich selber ständig belohnt. Immer dann, wenn ich ein gewisses Ziel erreicht habe. Meistens war es in der Form von einer Pizza oder mal ein bisschen vom Rios Gemüsekebab. Man weiß halt nie, was auch immer, woran, einfach nur das, was mein Herz halt gerade eben begehrt hat. Eine Belohnung gab es immer. Aber jetzt, um ein bisschen ernster zu werden, ich sage es euch offen und ehrlich, mittlerweile wird dieses Geld für die Pizza nur noch durch irgendwelche Pfandflaschen erwirtschaftet, die ich am Ende des Monats einfach abgeben muss, wenn es doch einfach mal für eine Pizza reichen würde. Wir, du und ich, haben genug davon, von all diesem Stress, von der Undankbarkeit und der Provokation durch irgendwelche hoffnungslosen Entlastungspakete, die uns gegen den Kopf geworfen werden, die im Endeffekt keinem von uns wirklich weiterhelfen. Ich habe genug davon, immer wieder hören zu müssen, dass ich mich beschränken muss, dass ich nicht meckern darf, weil ja immer so gut für uns ja gesorgt wird, angeblich. Ich habe genug davon und ich bin dafür, und das sind wir wahrscheinlich auch alle, dass wir endlich uns einsetzen müssen, unsere Forderungen durchzusetzen. Unsere Forderungen sind, und das habt ihr bestimmt auch vorhin schon gehört, wir wollen die 1000 Euro Wintergeld fordern, denn diese stehen uns nun mal zu. Und das ist nicht nur zum Bezahlen von irgendwelchen Rechnungen, sondern einfach mal als kleine Belohnung für jeden von uns, der die letzten Jahre und Monate aufgrund von Corona, aufgrund des Kriegszustands sich selber beschränken musste in seiner Lebensqualität und allgemein seinem Lebensstil. Jawohl! Wir alle fordern die Verlängerung des 9-Euro-Tickets. Wir haben es vorhin gehört, 49 Euro, ganz ehrlich, ist mir immer noch zu viel. Ganz trocken. Wie ihr auch schon mitbekommen habt, ich bin vor einem Jahr hier hingezogen von Köln aus und ich würde auch gerne öfter mal meine Familie sehen, als nur einmal im Monat oder vielleicht alle zwei, je nachdem, wie es mir leisten kann und wie viele Pfandflaschen am Ende des Monats übrig bleiben. Und weil wir es so schön gehört haben, die Tarifverhandlungen laufen und deswegen fordern wir auch die Erhebung unserer aller Löhne. Denn ganz ehrlich, das steht auch uns zu. Wir sind bereit, dafür auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren und uns für unsere Forderungen einzusetzen. Wir besitzen die Motivation in Form von Wut. Wir haben die Macht in Form unserer Gemeinschaft, die wir nun hier versammelt sind. Und wir wissen alle, wir schaffen es auch, uns ordentlich zu organisieren, um denen da oben mal ein bisschen Angst zu machen. Und als kleiner Schlussakt will ich noch einmal sagen, egal was ist, egal was jeder sagt, wir haben das Recht dazu, uns das zu holen, was uns zusteht. Und dafür setzen wir uns auch alle gemeinsam ein. Ich danke euch allen und ich freue mich, mit euch auf die Straßen zu gehen. Harlis war etwas größer als ich. Danke dir, Harlis. Und du hast auch die erste Forderung, die ich nämlich vergessen habe zu sagen, das Wintergeld für alle, das habe ich vor Aufregung vergessen zu sagen, das fordern wir natürlich auch. Ja. Als nächstes spricht Dorit Philips. Sie ist Ärztin hier am GEKO Stadtteil Gesundheitszentrum. Sie kann gleich selbst sagen, was in diesem Stadtteilzentrum passiert. Es ist sehr spannend hier in Neukölln, nämlich auch eine selbstorganisierte, solidarische Form von Gesundheit. Und sie wird uns etwas dazu sagen, was Gesundheit mit Armut zu tun hat. Vielen Dank und herzlich willkommen, Dorit. Ja.
Hallo, ich freue mich sehr, heute hier sein zu können, auch wenn es ein bisschen spontan für mich ist. Genau, ich bin Dorit vom Gesundheitskollektiv, ich bin Ärztin, im GEKO bin ich aber in der Nachbarschaftsarbeit aktiv. Bisschen verwirrend. Genau, wir sind Teil einer bundesweiten gesundheitspolitischen Bewegung, die ganz neuartige Stadtteilgesundheitszentren in ganz Deutschland etablieren möchte. Wir haben eben eins gegründet, hier in Neukölln, in der Rollbergstraße. Was gibt es da? Da gibt es Ärztinnen, da gibt es also Kinder- und Hausärzte, da gibt es psychologische Beratung, Sozialberatung, da gibt es auch Orte, wo Nachbarn sich treffen können, wo Politgruppen irgendwie sich treffen können. Also wenn ihr Raumbedarf habt, könnt ihr mich auch gerne ansprechen. Genau, jetzt fragt ihr euch, was hat das alles hier mit Preissteigerungen zu tun? Jede Menge, denn die Idee von diesen Stadtteilgesundheitszentren ist eben, dass wir finden, in der Arztpraxis soll es nicht nur darum gehen, dass wir irgendwie Leute, die krank sind, behandeln, sondern wir wollen uns auch darum kümmern, was macht uns alle eigentlich krank? Und damit meine ich nicht, du isst zu wenig Gemüse, du rauchst zu viel, sondern ich meine, uns macht krank die Wohnbedingungen, in denen wir leben, die Arbeitsbedingungen, denen wir ausgesetzt sind, Diskriminierungserfahrungen, lauter solche Dinge. Und gerade heute ganz relevant eine Formel, die schon lange gilt, die auch schon lange bekannt ist, aber bei denen nicht gern geredet wird: Armut macht krank. Das geht so weit, dass in Deutschland tatsächlich eigentlich auch schon lange bekannt ist, dass die reichsten Menschen etwa 8 bis 10 Jahre länger leben als die ärmsten Menschen. Und das einfach nur, weil sie mehr Geld haben, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und das war bisher schon so. Jetzt können wir uns alle vorstellen, was jetzt passiert mit den Preissteigerungen. Also, ne, ich könnte hier 1000 Beispiele nennen, wie Gesundheit und Geld einfach zusammenhängt, fängt an da, wie hier, wir hatten es mit den Pfandflaschen und der Pizza, wie soll ich mir denn ausgewogene Ernährung leisten können, wie soll ich mir den Beitrag zum Sportverein leisten können und so weiter. All das kommt bei uns vor in unserer Sozialberatung, in den Praxen und so weiter. Ganz besonders relevant ist aber vor allem der psychische Druck. Ne? Wir hatten schon das Thema Angst, diese Ohnmacht, diese Ungewissheit, wie entwickelt sich das alles. Das macht uns einfach alle fertig und natürlich die, die am wenigsten Polster haben, am allermeisten. Und genau so ein Beispiel aus der Praxis, was meine ärztliche Kollegin mir so erzählt hat, ist für mich sehr eindrücklich gewesen. Ein älterer Herr, der eine bekannte Depression hat, schon seit vielen, vielen Jahren, und der sagt: Ja, Frau Doktor, hören Sie, ich habe Psychotherapie gemacht, ich kenne mich, ich weiß, wie ich mit dieser Erkrankung umgehe, ich habe für mich Verfahren, wie ich damit umgehe, wenn ich in ein Loch falle und so, aber ich kann mich so viel therapieren, wie ich will, ich kann mir die Armut nicht wegtherapieren. So, wenn diese Scheiß... Wenn diese Scheiß... Geldsorgen mich nicht jeden Tag runterdrücken würden, dann wäre mein Leben auch in Ordnung. So, und ich denke in diesem Sinne, die einzige Chance, die wir haben, diese ein bisschen selber gegen diese Angst und diese Ohnmacht anzukämpfen, ist uns zu organisieren, uns zusammenzutun und zu merken, wir können was tun und die Politiker dazu zu bewegen, uns irgendwie in diesem Sinne möglichst psychisch und körperlich gesund durch diese Krise und die kommenden zu führen, durch entsprechende Maßnahmen. Genug ist genug. Schön, dass ihr alle hier seid. Danke dir, Dorit. Und ich habe vorhin schon den Gaspreisdeckel einmal erwähnt. Das hört sich alles nicht so spannend an, aber ich kann euch sagen, wir haben relativ fix uns diese 6 Forderungen überlegt und wir haben relativ fix auch in den letzten Wochen sehr, sehr viele Tage und Nächte damit zugebracht, zu diesem Gaspreisdeckel zu arbeiten während dieser Kommission, nämlich Isabella Weber, die Erfinderin des Gaspreisdeckels. Wir stehen mit ihrem engen Kontakt und haben sie dabei versucht zu unterstützen, dieser Kommission das Beste rauszuholen, vor allem auch für die armen Menschen in diesem Land, und wir werden das natürlich auch noch weiterhin tun. Und wer das hauptsächlich gemacht hat, inhaltlich begleitet hat, ist unser Kampagnenmanager, wenn man so will, Lukas Scholle. Lukas hat sehr, sehr viel schon für diese Kampagne gemacht und er wird jetzt nochmal dazu sprechen, wie wir mit diesem Gaspreisdeckel gekämpft haben. Danke dir, Lukas. Bitte. Es ist wirklich sehr hell, aber gut. Ja, ihr wisst alle, dass die Energiepreise steigen und vor allem die Gaspreise steigen. Deswegen brauchen wir den Gaspreisdeckel für den Grundbedarf. Nur er kann uns in der Zukunft die Sicherheit geben vor den explodierenden Preisen.
Und zwar verlässliche Sicherheit, was Einmalzahlungen nicht tun können. Denn auch wenn wir Einmalzahlungen immer wieder bekommen würden, dann können die Preise natürlich immer wieder steigen und die Einmalzahlungen müssten immer wieder kommen. Und wir wissen ja bei der Ampel, wie lange sowas dauern kann. Dass der Gaspreisdeckel essentiell ist, das hat mittlerweile auch die Bundesregierung erkannt. Denn die Preise dürfen nicht weiter steigen. Und deswegen haben wir ihn auch als essentielle Forderung in unseren Forderungen, die wir vor 6 Wochen aufgestellt haben, aufgenommen, weil er so wichtig ist. Und die Bundesregierung hat jetzt extra eine Kommission eingerichtet, um Vorschläge zu erarbeiten. Und diese Kommission hat Vorschläge vorgelegt. Allerdings sind diese Vorschläge problematisch. Denn während konkrete Konzepte seit über 6 Monaten fast schon ein Jahr vorliegen und in anderen Ländern seit Monaten ein Gaspreisdeckel existent ist, soll unser Gaspreisdeckel für Deutschland im März kommen oder erst im April. Und im März oder April, ihr wisst es alle, da muss man weniger heizen. Das heißt, das ist ein großer Witz, den wir hier aufgetischt bekommen. Allerdings muss man sagen, es ist nicht der Witz der Kommission, sondern die Politik, die dahinter steckt, ist verantwortlich für diesen Witz, denn sie hat seit Monaten nur gequatscht und uns mit halbgaren Entlastungspaketen bespaßt. Und jetzt soll allen Ernstes noch eine halbgare Einmalzahlung im Dezember dazukommen von einem Monatsabschlag. Da muss doch allen Beteiligten klar sein, dass das nicht reichen wird. Und das vor dem Hintergrund, dass von den 200 Milliarden, die für den Gaspreisdeckel vorgesehen wurden, nicht mal die Hälfte bisher genutzt wurde. Und das hat die Kommissionspräsidentin auch ganz offen zugegeben, als sie meinte, dass Geld, der politische Auftrag war, das Geld nicht vollständig zu nutzen. Und da muss man sich doch mal fragen, was ist hier das Problem? Das Geld ist offensichtlich da, aber der politische Wille ist nicht da. Deswegen sagen wir alle zusammen, genug ist genug. Wir geben uns nicht zufrieden mit einem Ansatz von einem Gaspreisdeckel. Wir geben uns auch nicht zufrieden mit einer Einmalzahlung, mit einer halbgaren Einmalzahlung, die jetzt kommen soll. Wir wollen die 1.000 Euro Wintergeld und wir wollen einen Gaspreisdeckel, der seinen Namen verdient. Also früher kommt und niedriger deckelt, denn die 12 Cent sind immer noch mehr als das Doppelte des Vorkrisenniveaus. Und selbstverständlich wollen wir auch eine Untergrenze und eine Obergrenze. Ines hat es schon gesagt. Denn die Obergrenze und die Besteuerung verhindern, dass die Villenbesitzer mit ihren Pools und Villen am meisten davon profitieren. Sie würden 8-mal so viel davon profitieren, wenn sie im Vergleich zu Menschen mit niedrigem Verbrauch. Und das kann nicht sein. Denn nicht nur bei uns allen heißt es längst, genug ist genug mit den hohen Preisen. Auch bei den Superreichen, die in den letzten Jahren immer weiter profitiert haben, heißt es, genug ist genug. Danke, Lukas. Ja, zu den vielen Kooperationspartnern bzw. zu den vielen Gruppen, die sich uns in den letzten Wochen schon angeschlossen haben, gehört unter anderem Ich bin armutsbetroffen. Diese Initiative begann als Hashtag-Kampagne auf Twitter, wo sich direkt Tausende angeschlossen haben und von ihrer Armut berichtet haben. Und hier für Ich bin armutsbetroffen spricht heute für hier Elke. Herzlich willkommen, Elke. Nervös. Okay, Armut ist nicht sexy. Hallo, ich bin Elke und ich bin hier, weil ich mich in der Bewegung Ich bin armutsbetroffen engagiere. Und gleich zum Anfang, ich stehe hier für mich ein, damit meine Tochter einmal sagen kann, meine Mutter hat da gesprochen, um zu zeigen, dass wir, ich bin Armutsbetroffenen, auch laut werden können und müssen. Und was noch wichtig ist, jetzt komme ich zur Bewegung, wir setzen uns für eine gemeinwohlorientierte Gesellschaft ein. Für uns heißt das,
Hier soll sich jeder sicher bewegen und wohlfühlen. Wir dulden kein rassistisches, sexistisches, homophobes oder sonstiges, diskriminierendes oder grenzüberschreitendes Verhalten. Heute geht es ja um das Thema Inflation und Armut. Und ehrlich, was bedeutet Armut aktuell für meine Tochter und mich? Was bedeutet es, arm zu sein in der aktuellen Situation? Durch die Inflation ist es Menschen nicht mehr möglich, unter anderem die Energiekosten zu bezahlen. Ich habe am Dienstag die Information bekommen, dass meine Heizkosten um rund 65 Euro erhöht werden. Das heißt für mich ab 1.12. rund 600 Euro Miete. Und ich weiß noch nicht, ob das Jobcenter diese Summe übernehmen wird. Habt ihr auch Angst, dass ihr die Energiekosten nicht bezahlen könnt? Oder kennt ihr das, um den 20. herum kein frisches Essen mehr zu haben? Ich sehe nicht den Grund, warum Geld so ungerecht verteilt ist. Mein Anliegen ist die gerechte Verteilung der Gelder nach unten. Meine Tochter ist 10 Jahre alt und geht in die 4. Klasse. Ich kann 1,36 Euro pro Monat für ihre Bildung ausgeben. 1,36 Euro. Ich sehe nicht ein, warum meine Tochter nicht die gleichen Chancen im heute und im späteren Leben erhalten soll. Die Chancen, die vermögende Kinder von Geburt an haben. Die Bundesregierung muss aufhören, uns Armutsbetroffene im Stich zu lassen. Ich fordere, dass Kinder und Jugendliche aus prekären Situationen genauso behandelt werden wie die Kinder der Eltern, die nicht auf das Geld schauen müssen. Wir benötigen mehr BAföG und höhere Ausbildungsvergütungen. Das BAföG oder die Ausbildungsvergütung reichen nicht. Es kann doch nicht sein, dass wir das Schema dumm und bildungsfern gepachtet haben. Die Springerpresse und Sender wie RTL 2 haben das Bild von dummen und bildungsfernen Armutsbetroffenen in die Köpfe gepflanzt. Es sitzt fest. Wir sind nicht dumm und bildungsfern. Wer nach Fachkräften ruft, der muss uns eine Chance geben. Wir lassen uns das jetzt nicht länger gefallen, sondern gehen gemeinsam auf die Straße. Wir fordern von der Bundesregierung Chancengerechtigkeit für alle Kinder und Jugendlichen, Besteuerung von Überreichtum, Wohnraum und Energiegarantie, uneingeschränkte Mobilität, weniger Bürokratie und ein vertrauensvoller Umgang mit BürgerInnen, vollständige Gesundheitsversorgung ohne Barrieren und finanzielle Sicherheit, die Teilhabe an Gesellschaft, Kultur und Politik ermöglicht. Unser Weg ist steinig, doch das sind wir als Ich bin Armutsbetroffene gewohnt, ignoriert, unterschätzt und belächelt. Wir machen weiter, jetzt erst recht. Deshalb kommt am 15.10. ab 13 Uhr zu unserer Kundgebung am Kanzleramt. Lasst uns gemeinsam für eine gerechte Umverteilung kämpfen.
Danke dir, Elke, für deinen Mut. Dankeschön. Ihr habt schon gehört, wenn die Müllabfuhr streikt, ist das schon schwierig. Wenn die Wasserbetriebe streiken, wäre das schwierig. Es gibt auch einige, die haben in den letzten Jahren auch besonders viel geschleppt. Während der Corona-Krise haben wir alle viele Pakete bestellt. Und wer hat sie getragen? Diejenigen, die bei der Post arbeiten. Und deswegen spricht jetzt Isabel Senf für die Post. Ja, bevor ich mein Wort an euch richte, liebe Elke, ich möchte dir nochmal sagen, du hast mich total bewegt mit deinen Ausführungen hier und du hast das super gemacht. Das gibt total Kraft. Ich glaube, auch der Applaus hat dir und eurer Bewegung gezeigt, dass wir bei euch sind, dass wir euch unterstützen. Und deswegen nochmal das persönliche Wort von mir. Also ich bin total bewegt und es ist auch ein bisschen komisch, jetzt so nach dir zu reden. Aber dennoch, hier ist ja vorhin die Frage gestellt worden, wer ist denn aus dem öffentlichen Dienst? Vor 30 Jahren hätte ich ja auch meine Hand heben können, weil da war die Post nämlich auch eine Bundesbehörde, gehörte zum öffentlichen Dienst. Dann fing man ja an, in den 90er Jahren irgendwie alles, was Tafelsilber ist, zu privatisieren. Auch die Deutsche Bundespost fiel darunter. Seitdem hat sich eine Menge zum Negativen entwickelt für die Beschäftigten. 180.000 Kolleginnen und Kollegen arbeiten bei der Post und ich glaube, die machen jeden Tag einen Bombenjob. Ihr seht das, ihr erlebt das. Ich hoffe, ihr seid auch immer nett zu euren Postboten oder zu eurer Postbotin. Das erwarte ich auch mal ganz dolle. Aber was ist in dem Laden los? Und ihr als Berlinerinnen und Berliner, ihr kriegt das wahrscheinlich mit. Tagelang sind Briefkästen leer, man sieht den Postboten nur noch selten. Das ist Schuld von einem Missmanagement, von einem profitgetriebenen Unternehmen. Die Post will dieses Jahr 8 Milliarden Euro Gewinnerwartungen ausspeichern und die werden sie wahrscheinlich auch erzielen. Aber die erzielen die nicht, weil wir so ein tolles Management haben, sondern das erzielen wir, weil wir echt tolle Kolleginnen und Kollegen haben, die jeden Tag und jede Nacht für euch hier Pakete buckeln, Briefe einstecken und vor allen Dingen, die sich echt den Rücken krumm buckeln. Und von was rede ich denn hier? Ich rede davon, dass unsere Kolleginnen und Kollegen bis zu 31,5 Kilo Pakete heben. 31,5 Kilo Pakete. Also ich finde, das ist echt eine Menge und das ist vor allen Dingen für die Kollegen genug. Und deswegen wollen wir hier auch politisch was anderes fordern. Aber darum geht es ja jetzt heute hier nicht, sondern auch wir stehen in einer Tarifauseinandersetzung. Zum 1.1. sind wir raus aus der Friedenspflicht und ich kann euch sagen, in den Zustellerseelen, da brodelt's. Und die sind richtig heiß. Die sind richtig heiß, eine richtig geile Tarifrunde zu machen. Weil die nämlich keinen Bock mehr haben, dass die Manager, dass die Aktionäre sich die fetten Gewinne einstecken und die Postbeschäftigten mal mit einem schmalen Taler abgespeist werden. Darauf haben wir keinen Bock. Und ich zähle auf euch und die Postlerinnen und Postler zählen auf euch, wenn es im Januar wirklich ums Eingemachte geht. Wir sind auf jeden Fall kampfbereit. Wir haben richtig Bock, eine richtig gute Tarifrunde zu rocken. Gerne auch mit der Müllabfuhr und den anderen Kollegen von dem öffentlichen Dienst. Und lasst mich zum Schluss sagen, das tut total gut, hier mit euch gemeinsam in dem Saal zu sein, weil hier ist eine echt gute Stimmung, hier gibt es eine gute Energie und ich glaube, gemeinsam können wir auf der Straße, in Tarifbewegung, aber auch die Politik mal deutlich zeigen, wer denn diejenigen sind, die hier jeden Tag buckeln, die hier jeden Tag dieses Land am Laufen halten, Kolleginnen und Kollegen. Also ich freue mich ganz doll auf Tarifauseinandersetzung. Ich freue mich darauf, am 22.10. mit euch auf die Straße zu gehen. Dazu lade ich euch hier und heute herzlich ein, weil ich glaube, genug ist genug. Das ist ein gutes Motto und damit sollten wir die Straßen befüllen. Lasst es uns anpacken. Ich habe da richtig Bock drauf mit euch. Applaus
Gut, ich glaube, wir wissen alle, was in den nächsten Monaten dann, wenn die Friedenspflicht endet, auf dem Spiel steht mittlerweile. Und wir kommen jetzt zu dem letzten größeren Redebeitrag hier, der Rallye. Danach geht es nämlich weiter mit Grußworten aus dem Publikum. Und die letzte Rednerin kommt von der Migrantifa, das ist eine Gruppe, die machen hier in der Nachbarschaft in Neukölln Nachbarschaftsarbeit hier im Kiez. Und ich begrüße sehr herzlich Simin Jawabre. Ich bin Mahmoud, 43 Jahre alt und in der Nacht fahre ich Taxi, damit meine vier Kinder genug zu essen haben. Ich selbst gehe hier zur Essensausgabe. Ich bin Hanie, 32, alleinerziehende Mutter und stelle immer einen Eimer unter den Wasserhahn, drehe den Wasserhahn nur so leicht auf, dass nur Tropfen kommen, sodass es auf der Rechnung nicht gezählt wird. Ich bin Mariam, habe eine sechsköpfige Familie und wenn wir bei weiteren Erhöhungen der Gas- und Mietpreise unsere Wohnung verlieren, weiß ich nicht, wo wir noch bezahlbaren Platz für uns finden. Ich bin Mustafa und 2 Jahre auf Bewährung, weil ich 3-mal kontrolliert wurde, als ich ohne Ticket in den Öffentlichen fahren musste und die Strafe nicht direkt zahlen konnte. Ich bin Sarah, wir kaufen nur noch zu Aktionspreisen ein. Vor meinen Kindern kaue ich langsam, um schneller satt zu werden. Ich bin Hannah, Studentin, und weil das BAföG nicht reicht bei den steigenden Kosten, gehe ich zusätzlich zu meinem Job noch informell auf die Hand in Bars nachts arbeiten. Studieren lässt sich so kaum. Das sind Geschichten direkt aus der Straße hier in Neukölln. Ich bin Simin und meine Familie verliert wegen ekelhafter Verdrängungstechniken, die Verschuldung durch die Pandemie und der jetzt steigenden Preise ihr Restaurant nächsten Monat. Reserven gibt es keine. Manche von uns lernen Armut jetzt erst gerade kennen. Andere leben schon seit geraumer Zeit mit ihr. Und wieder andere wissen einfach, dass sie auf sie zukommen wird. Am 28.09. vor circa 2 Wochen titelte im Spiegel die Schlagzeile, dass mehr als 1 Million Menschen in Deutschland sich inzwischen bei Tafeln versorgen müssen. Am Abend verkündete die Tagesschau, dass DAX-Manager 25% Lohnplus im Vergleich zum letzten Jahr hatten. Manager verdienen damit 4 Millionen Euro bei DAX. 1 Million Menschen bei der Tafel seit letztem Jahr hier unten, Millionen Gewinne von Managern bei Managern da oben. 2 Meldungen, liebe Leute, 1 Tag in Deutschland. Die Regierung macht uns gleichzeitig mit Spartipps weiß, dass das Problem bei uns läge. Wir sollen die Heizung einfach nur ein bisschen runterdrehen. Die Regierung sagt uns, wir sollen uns einfach mit dem Schwamm waschen, liebe Leute. Uns einfach eine Solaranlage bauen. Wir sollen einfach nur ein bisschen durchhalten, ein bisschen verarmen, ein bisschen Überstunden machen. Aber wehe, wir fordern uns das Notwendige zum Überleben ein, dann Vorsicht, Gratismentalität. Existenzen. Menschen, wir gehen hier gerade pleite, während Robert Habeck uns erklärt, dass Pleite gehen ja noch lange nicht Insolvenz anmelden ist. 2 von 3 Haushalten von uns hier werden sich bei aktuellen Prognosen am Ende des Jahres nicht mehr gut über Wasser halten können, da wir keine Reserven haben werden. Währenddessen
verbrauchen die reichsten 10% in diesem Land so viel Energie wie die ärmsten 40%. Und wenn sie sich durchschnittlich verhalten würden, könnte ein Viertel des Energieverbrauchs der Privathaushalte in ganz Deutschland eingespart werden. Und die Regierung hat währenddessen ernsthaft versucht, uns eine Gasumlage anzudrehen, durch welche wir verarmen, um mit unserem abgezogenen Geld die Milliardenprofite der Konzerne abzusichern. Wie leben wir eigentlich? Die Gasumlage ist jetzt weg. Die Krisengewinne und Armut bleiben aber. Die Rechnung ist einfach. Die Preise steigen, die Profite von Großkonzernen steigen. Das Einzige, was sinkt in diesem Land, sind unsere Löhne. Sie glauben, sie können uns frieren lassen. Sie glauben, wir checken die Lage bei all der ganzen Arbeit, die wir verrichten, nicht mehr. Aber wir widersetzen uns. Wir widersetzen uns, weiter so leiden zu müssen. Wir widersetzen uns, dass wir voller Scham unsere Existenz quasi nicht mehr absichern können. Wir widersetzen uns, dass noch mehr von uns ihre Wohnung verlieren. Wir widersetzen uns, dass wir mit mehreren Jobs und kompletter Überarbeitung gerade mal so über die Runden kommen, während 100 fucking Milliarden in die Aufrüstung investiert werden. Für die ganze Bevölkerung Deutschlands als Entlastung war gerade mal das Doppelte vom Bundeswehretat eingeplant. Und das, wo so viele von uns schon so lange streiken, schon so lange auf ihre Problemlage aufmerksam machen. Wir lassen uns doch nicht verarschen. Wir sagen, genug ist genug. Wir machen da nicht mehr mit. Schaut euch einmal im Saal um. Seht den Menschen ins Gesicht. Steht bitte einmal kurz auf. Wenn wir sagen, wir stehen zusammen, dann heißt das auch, wir lassen uns nicht spalten. Wir lassen uns nicht spalten in Krankenhausangestellte, in Müllabfuhrangestellte, in Vertrags- oder Gastarbeitende, schwarz oder weiß, muslimisch, christlich, jüdisch, atheistisch, denn uns reicht's allen hier! Sie werden versuchen, mit Vorwürfen zu kommen. Sie werden versuchen, uns zu teilen. Ein bisschen Geld hier versprechen. Ein bisschen Bewegungsfreiheit da versprechen. Vielleicht eine kleine Extrazahlung. Wir bleiben aber zusammen bis zur letzten Forderung. Bis wir alle sagen können, das zum Leben Notwendige muss gesichert sein und ist in öffentlicher Hand, ist in unserer Hand. Deswegen fangen wir beim Energiesektor an. Wir konnten aus dem letzten Jahr sehr viel lernen hier in Berlin. Erstens, Berlin hat keine Angst vor Vergesellschaftung. Zweitens, der Weg durch die Institution reicht nicht aus. Die Politik wird nicht in unserem Interesse handeln, nicht unsere Bescheide durchsetzen, wenn selbige uns überhaupt erst in diese Lage gebracht haben. Deswegen müssen wir in allen Städten mobilisieren, überall zusammen auf die Straße gehen, über unsere Tarifverhandlungen hinaus streiken, damit Mahmoud, Haniye, Mariam, Mustafa, Sarah, Hanna, ich, Jens, Jana, Bernd und so viele mehr, wir alle durch diesen Winter kommen, denn wir sind nicht alleine. Ich fasse zusammen.
Diese Krise wird nicht auf unseren Rücken ausgetragen. Wir lassen uns das nicht länger gefallen. Jede einzelne Person in diesem Raum kann etwas dazu beitragen. Wir halten zusammen und wir alle kämpfen, so lange, bis wir uns das Leben wieder leisten können. Dafür gehen wir hier alle am 22.10. und am 12.11. auf die Straße und in den Betrieben wird gestreikt, bis zum Inflationsausgleich und weiter. Denn wenn es als normal gilt, dass das Unmittelbare zum Überleben, Wohnen, Heizen, Mobilität, Luxusgüter darstellen, dann erklären wir alle genau dieser ganzen Normalität den Kampf an. Wir haben zusammen den Intellekt, wir haben zusammen die Kreativität, wir haben zusammen vor allem die Kraft, wir haben die Macht, alles, was wir brauchen, um uns zusammen ein besseres Leben zu erkämpfen. Ab jetzt, liebe Leute, heißt es für uns alle, genug ist genug. Das wird jetzt natürlich schwer, daran anzuknüpfen. Aber wir probieren es trotzdem. Es gibt jetzt eine ganz fixe Runde, schnelle Möglichkeit, an dem Saalmikrofon nämlich noch Grußworte zu richten. Es gibt viele, viele Gruppen, die Genug ist Genug mittlerweile unterstützen. Und das ist natürlich toll. Und wir wollen allen die Möglichkeit geben, die jetzt aus dem Saalpublikum noch etwas dazu sagen wollen, könnt gerne zu diesem Saalmikrofon gehen und in kurzen, knappen Beiträgen eine Minute auch noch eure Solidarität aussprechen oder eure Initiative vorstellen. Eine ganz schnelle Runde, jeder eine Minute. Stellt euch dahin. Es müsste jemand anfangen. Okay, ich sehe schon. Bitteschön. Moment. Habt ihr ihn? So hallo. Ja, jetzt sehr gut. Okay, eine Minute ist ziemlich kurz. Ich bin Jonas, Auszubildender bei Vivantes, auch bei Berliner Krankenhausbewegung aktiv. Erstens, die Auszubildendenforderung, die wir aufgestellt haben, in Berlin war das 500 Euro mehr, also viel mehr als die 200, die jetzt beschlossen worden ist. Und es gibt in Berlin ein großes Problem, dass die rot-rot-grüne Regierung und auch die Linkspartei, muss man da sagen, eine drastische Sparpolitik geführt haben in Ausbildungsbetrieben, sodass dieses Jahr viel weniger Pflegekräfte überhaupt aufgenommen worden sind in den Pflege. Und die Azubis damit bedroht werden, aus dem Job gekündigt zu werden, weil das Streikrecht ihnen nicht zugesprochen wird. Und deswegen rufen wir jetzt an allen rot-rot-grünen Parteien, entweder gibt ihr uns unser Streikrecht oder wir werden es selber im Streik für uns holen. Und noch ganz kurz vielleicht, es wurde ja angesprochen, dass es diese Expertinnenkommissionen gibt, konzentrierte Aktionen gibt. In Deutschland wissen wir, was aus diesen Kreisen kommt, die Hartz IV, die Agenda 10, die massive Verarmung der Gesellschaft, die Privatisierungspolitik. Diejenigen, die heute in Armut getrieben wurden, sind von der SPD, sind von den Grünen in dieser Politik eingedämmt. Und da haben wir gesehen, wie fatal es war, dass unsere Gewerkschaftsführungen, die Verdi und der GB, sich an diesem sozusagen Parlament der Arbeit, die Diskussionen sich beteiligt haben. Deswegen, der Kollege hat gesagt, dass wir einen Generalstreik brauchen. Deswegen hier fordern wir auch raus aus diesen Kommissionen, raus aus diesen sozialpartnerschaftlichen Gremien und auf zum Kampf und auf zum gemeinsamen Streik. Und vielleicht zu allerletzt, ich denke, das kann auch nicht unangesprochen bleiben. Wir wissen, dass diese Inflation ein internationales Phänomen ist und wir haben auch einen großen Krieg im Laufen an mehreren Orten der Welt, aber auch in der Ukraine. Und da muss man auch sagen, dass die deutschen Rüstungskonzerne, die jetzt 100 Milliarden Euro bekommen haben, sich auch gerade auch freuen, dass auch so viele sozusagen neue Aufrüstungen beschlossen werden. Und dazu noch müssen wir, denke ich, auf diese internationale Krise eine internationalistische Antwort geben, dass die Arbeiter auch aus Europa, aus Ukraine, aus Russland gemeinsam hier gegen ihre kapitalistischen Regierungen und gemeinsam gegen die Krise auf die Straße gehen müssen.
Und dabei können wir keinen Verlass auf diese kapitalistischen Regierungen oder auf ihre kapitalistischen Sanktionspolitiken haben. Und zu allerletzt wurde auch angesprochen, dass die AfD massiv auf die Straße geht. Letztes Wochenende 8000 Menschen waren auf der Straße mit sogar pseudolinken Forderungen gegen Aufrüstung, gegen Krieg, aber auch eine sehr krasse rassistische Hetze gegen die Migrantinnen. Und deswegen reicht es nicht aus, Leute. Wenn wir uns auf ökonomische Forderungen begrenzen, haben wir es wirklich verkackt. Weil die AfD mobilisiert mit politischen Forderungen und rassistischer Hetze. Deswegen bei allen unseren Demonstrationen muss es auch auf erster Linie stehen. Solidarität mit allen Geflüchteten, das Recht auf Arbeitserlaubnis für alle gegen die rassistische Hetze und dass unsere Belegschaften, die aus unterschiedlichsten Nationalitäten bestehen, nicht gespalten werden dürfen und dass wir auch den Kampf gegen die Politik der Bundesregierung auf ökonomischer oder militärischer Ebene nicht den rechtsextremen Faschisten lassen, sondern das ist die Aufgabe der sozialistischen Arbeiterinnen. Ferhat, danke. Bleib bei einer Minute. Dankeschön, Yunus. Genau, wie Yunus schon meinte, wir überlassen die Straßen nicht den Rechten, die Straßen gehören uns. Soziale Kämpfe sind linke, antikapitalistische Kämpfe. Und deshalb sagen wir, genug ist genug und gehen am 22. gemeinsam auf die Straße mit Verdi und allen anderen. Mein Name ist Ferhat Kocak, ich bin von der Linken in Neukölln, hier in Berlin und Mitglied des Abgeordnetenhauses und ich möchte kurz etwas sagen, was Simin schon angedeutet hat, aber ich möchte es nochmal doppelt unterstreichen und Yunus hat es auch schon gesagt. Wenn wir heute hier den Startschuss für solidarische Krisenproteste von links geben, dann heißt das auch, dass wir von Anfang an einen aktiven Antirassismus mitdenken müssen. Solidarität statt Spaltung ist keine leere Worthülse, sondern die einzige Möglichkeit, einen wirksamen Protest auf die Straßen und in die Parlamente zu tragen. Menschen mit Migrationsgeschichte sind oft noch stärker vom Sozialabbau betroffen. Hier in Neukölln trifft es uns auf unterschiedlichste Weise sehr hart. Hohe Kinderarmut, hohe Altersarmut, rassistische Politik der bürgerlichen Mitte, Nazi-Terror. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, sind systemisch benachteiligt bei der Wohnungs- und Jobsuche, müssen sich teilweise von Duldung zu Duldung hangeln und werden obendrein noch Opfer von Rassismus. Genug ist genug, braucht von Anfang an eine sozial-antirassistische Prägung und genug ist genug heißt auch, stoppt diese rassistische Politik der Bundesregierung, die zur sozialen und finanziellen Spaltung der Gesellschaft führt. Kämpfe gegen soziale Ungleichheit sind immer antirassistisch, liebe Aktivistinnen. Hallo, ich bin Paula, ich komme ja aus Berlin und ich studiere an der FU. Ich bin aktiv im SDS. Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, auch Studis sind massiv von der derzeitigen Krise betroffen. 30% der Studierenden leben unter der Armutsgrenze. Wir spüren die enormen Preissteigerungen am eigenen Leib. Viel zu wenig Studis erhalten wirksame BAföG-Leistungen. Das heißt, dass viele von uns auf finanzielle Hilfe der Eltern angewiesen sind. Geld, das in meinem Fall und in vielen anderen Fällen überhaupt gar nicht da ist. Elke, ich danke dir nochmal für deinen Beitrag, der ist gerade wirklich viel bei mir persönlich auch hochgebrodelt. Studis müssen sich verschulden oder prekär flexible Jobs ausüben, um irgendwie über die Runden zu kommen. Das sind alles Zustände, die sich jetzt in der Krise zuspitzen. Und dann werden wir bis zum dritten Entlastungspaket einfach vergessen. Durch ein Beharren auf die Schuldenbremse wissen wir, dass langfristig Einsparungen neben dem Sozialstaat auch immer den Bildungssektor treffen. Diese Krise sollen wir kurzfristig und langfristig tragen. Eine Krise, von der andere profitieren. Das lassen wir uns nicht gefallen. Und deswegen unterstützen wir Genug ist genug und bringen die Kampagne an die Hochschulen. Manche von unseren 60 Ortsgruppen bundesweit haben schon erfolgreich Hochschulgruppen gestartet. Berlin muss nachziehen. Kommt in die Studi-Ecke und organisiert euch. Dankeschön. Hallo,
Auch von mir. Ich bin Johannes und ich spreche hier für die Initiative Deutsche Wohnen und Co. enteignen. Das wurde ja gerade schon gesagt. Es wurde ja gerade schon gesagt, Berlin hat keine Angst vor Vergesellschaftung. Das haben wir letztes Jahr gesehen, weil da haben 60% der Berlinerinnen und Berliner dafür gestimmt, dass die Wohnungen in dieser Stadt endlich wieder uns gehören und nicht irgendwelchen Immobilienkonzernen wie Deutsche Wohnen, Vonovia, Ado Adler, Heimstaden oder wie diese Vögel alle heißen. Wir haben keinen Bock mehr mit unserer Miete die Dividende von irgendwelchen Aktionären bezahlen. Wir wollen, dass die Miete hier langfristig günstig sein kann. Und das kann nur funktionieren, wenn die Wohnungen wieder uns gehören, den Berlinerinnen und Berlinern. Warum sind wir bei Genug ist genug dabei? Weil wir selber das jetzt auch merken. Wir haben nämlich jetzt wieder angefangen, so wie im letzten Jahr, an die Haustüren zu gehen und mit den Leuten zu sprechen, viele Gespräche zu führen. Zum Beispiel in den Siedlungen von Vonovia in Tempelhof-Schöneberg oder ich selber war gestern in der Weißen Siedlung hier südlich von der Sonnenallee. Und die Situation ist überall die gleiche. Die Leute haben verdammt nochmal Angst davor, was auf sie zukommt mit dieser Nebenkostenabrechnung. Oder sie haben die Nebenkostenabrechnung schon bekommen. Ich habe gerade direkt vor dieser Veranstaltung hier eine Nachricht bekommen, weil wir das Wissen gerade einsammeln. Von einer Person aus dem Wedding in der Torfstraße, die wohnt bei Vonovia. Der Abschlag für die Nebenkosten war bisher 170 Euro und jetzt hat die Vonovia das einfach mal erhöht auf 374 Euro. Also mehr als verdoppelt. Und das sind keine Einzelfälle und das sind vor allem erst die Nebenkosten vom letzten Jahr. Der große Hammer kommt noch, weil die Preise sind in diesem Jahr viel mehr gestiegen. Und es gibt einfach hunderttausende Leute in dieser Stadt, die nicht wissen, wie sie das zahlen sollen. Das heißt, wir haben jetzt zwei Optionen. Entweder wir lassen das weiter mit uns machen oder wir organisieren uns und bauen so viel Druck auf, dass es zur Abwechslung mal nicht die große Mehrheit der Gesellschaft ist, die die Kosten für diese Krise zahlt, sondern diejenigen, die sowieso schon lange mehr als genug haben. Das heißt, wir brauchen einen vernünftigen Gaspreisdeckel, das wurde vorhin schon gesagt, nicht einen, der vor allem die Wohlhabenden entlastet, sondern wo die Hilfe wirklich da ankommt, wo es gebraucht ist. Wir brauchen auch einen sofortigen Stopp von Zwangsräumungen und von Stromsperren, damit niemand im Winter eine kalte Wohnung hat. Und wir brauchen eine langfristige Lösung für bezahlbare Mieten und das heißt Vergesellschaftung der Immobilienkonzerne. Und wenn wir damit anfangen, dann können wir auch gleich mit den Energiekonzernen weitermachen. Und ganz zum Schluss will ich uns nochmal Mut machen, weil wir haben in den letzten Jahren immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es sich lohnt zu kämpfen und dass man auch gewinnen kann. In der Mietenbewegung zum Beispiel hat es das Bündnis Otto-Suhr Siedlung und Umgebung gegeben. Das ist eine Siedlung in Kreuzberg gewesen, da wohnen viele Menschen, die nicht viel Geld haben. Dann kam die Deutsche Wohnen, hat gesagt, wir machen jetzt hier Luxusmodernisierung. Das hätte bedeutet, dass da Menschen nach 40 Jahren aus ihrem Kiez hätten wegziehen können, weil sie sich die Miete nicht mehr hätten leisten können. Diese Leute haben sich organisiert, die haben gekämpft und sie haben es erreicht, dass es eine Härtefallvereinbarung gab, dass niemand mehr als eine bestimmte Mietsteigerung bekommt und dass die Leute da wohnen bleiben konnten. Und auch mit Deutsche Wohnen und Co. enteignen ist das so gewesen. Als wir diesen Volksentscheid vor 4 Jahren gestartet haben, da haben ganz viele Leute gesagt, das ist viel zu radikal, das werdet ihr niemals gewinnen. Und wir sind aber hartnäckig geblieben. Und wir haben angefangen, mit den Leuten zu reden. Und wir haben dabei gemerkt, es gibt richtig viele Leute hier in der Stadt, die Bock auf Vergesellschaftung haben. Und wir sind immer mehr Leute geworden. Irgendwann waren wir hunderte Leute. Letztes Jahr waren wir irgendwann tausende Leute, die Unterschriften gesammelt haben, die Wahlkampf gemacht haben für diese Forderung, dass die Wohnungen endlich wieder uns gehören. Und ich habe letztes Jahr diese Stadt noch mal ganz neu kennengelernt, weil ich wirklich viel in Gropiusstadt war, in Marzahn-Hellersdorf, in Reinickendorf und da mit Menschen geredet habe, mit denen ich sonst nicht rede. Und dabei gemerkt habe, es gibt Menschen, von denen ich erstmal denke, die sind total anders als ich, aber wir haben eigentlich die gleichen Interessen. Wir haben das Interesse daran, dass die Mehrheit hier ein gutes Leben haben kann und dass sich nicht ein paar Leute auf Kosten von allen anderen bereichern. Das muss endlich aufhören. Genug ist genug. Auch ein Hallo von mir in die Runde. Ich bin Sarah und ich bin die Bundessprecherin der Grünen Jugend. Und ja, ich weiß an der Stelle, manche würden sagen, dass es gerade jetzt total unglaubwürdig ist, wenn wir uns als Grüne Jugend Sozialprotest anschließen.
Aber ich würde das Gegenteil behaupten. Als Linke oder als ökologische Jugendorganisation ist es gerade jetzt unsere Pflicht, sich einem Sozialprotest anzuschließen. Gerade dann, wenn die eigene Partei in der Regierung sitzt und diese unsoziale Politik verantworten muss. Ich danke euch für die vielen tollen Beiträge und ich danke vor allem auch dir, Elke. Ich bin selbst mit meiner Mutter in Hartz IV aufgewachsen und für sie reicht es gerade nicht bei den 3 Mahlzeiten. Und ich glaube, du hast ganz vielen gezeigt, dass es sich lohnt, dagegen aufzustehen und dass es sich lohnt, das nicht weiter zu akzeptieren. Und ich würde mir manchmal wünschen, kleine Sarah hätte das damals auch schon so von jemandem hören können an der Stelle. Deswegen vielen Dank. Aber es sind auch die jungen Menschen, die gerade ihre Rechnung nicht bezahlen können, für die die Ausbildungsplatzvergütung oder das BAföG einfach nicht reicht an der Stelle. Wir sind die, die sich vielleicht Sorgen machen ums Ende des Planeten, aber auch gerade Sorgen machen um das Ende des Monats. Und deswegen sind wir auch diejenigen, die mit auf die Straße gehen sollten in den nächsten kommenden Wochen und Monaten. Deswegen haben wir uns entschieden, die Kampagne zu unterstützen. Wir wollen unterstützend dabei sein bei den Arbeitskämpfen. Wir wollen unterstützend dabei sein bei den dezentralen Protesten. Natürlich werden wir unsere eigenen Partei auch ordentlich einheizen, aber egal ob in Mainz, in Köln, in Halle oder hier in Berlin, ich hoffe, wir sehen uns alle auf der Straße. Vielen Dank. Wir haben nur noch Zeit für 2 Beiträge. Super, dass alle aus dem Saal sprechen wollen, ich weiß, aber noch 2 Beiträge, weil wir haben ein straffes Programm. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin René vom Fachbereich A von Verdi. Ich bin sehr froh, dass unsere Konferenz, die 37.000 Beschäftigte hier in Berlin repräsentiert, vor einigen Wochen die Unterstützung der Kampagne Genug ist genug beschlossen hat. Und ich bin auch stolz wie Bolle, Leute wie Michael und Peter bei mir im Fachbereich zu haben, muss ich ganz ehrlich mal sagen. Und bei unserer Sitzung, die wir hier vor der Rallye hatten, fiel ein Satz von einem anderen Kollegen von der BSR, nämlich, dass die Tarifrunde im öffentlichen Dienst Berlin innerhalb weniger Tage verändern wird. Und das ist auch notwendig, weil wenn wir die Forderung durchsetzen, wenn wir gewinnen, dann ist das eine Ermutigung für andere Bereiche, die streiken. Aber es steht was auf dem Spiel. Wenn wir sie verlieren, dann wird es nämlich die Angriffe noch mal verstärken, die von der Regierung und von der Unternehmensseite kommen. Deswegen müssen wir die Streikbewegung und die politischen Bewegungen zusammenbringen. Und Generalstreik, das, was Peter gesagt hat, ist ein Stichwort. Der politische Streik, die Forderungen, die Genug ist genug aufgestellt hat, werden wir nicht mit Bitten an die Regierung durchsetzen können, nicht gegen die Milliardäre, die Unternehmer, die auf unsere Kosten Profite machen, sondern wir werden das nur durch eine Streikbewegung durchsetzen können. Die Enteignung wird nur Realität werden, wenn die Gewerkschaften dafür bereit sind zu kämpfen. Und das ist unsere Aufgabe, das reinzutragen in unsere Gewerkschaften, dass wir für den politischen Forderungen auch bereit sind zu streiken, für die Enteignung der Betriebe zu streiken. Wir wollen hier keine Märkte regulieren. Wir wollen mit der Profitlogik Schluss machen, bis das niemand mehr frieren muss, bis das keine Küche mehr kalt bleibt, bis das niemand mehr zwangsgeräumt wird, bis das niemand mehr an den Außengrenzen von Europa sterben muss. Und dafür brauchen wir die politischen Bewegungen und die Gewerkschaften. Vielen Dank. Ja, mein Name ist Hakan Demir und ich weiß, dass viele andere jetzt noch eigentlich das Wort ergreifen wollen würden. Deshalb freue ich mich, dass ich nochmal den Raum bekomme. Ich bin der Bundestagsabgeordnete hier für Berlin-Neukölln und ich weiß auch, dass noch ein Bundestagsabgeordneter hier ist, mindestens Jan Dieren. Wir sind beide von der Sozialdemokratie für mich. Mein Großvater ist in dieses Land gekommen als sogenannter Gastarbeiter. Meine Großmutter hat als Reinigungskraft im Krankenhaus gearbeitet. Mein Vater ist Arbeiter, meine Mutter Hausfrau. Ich weiß, dass diese Menschen auch dieses Land am Laufen gehalten haben, wie Millionen anderer Menschen auch heute. Und ich weiß, dass bei uns im Wahlkreisbüro in der Gropiusstadt hier in der Mitte Neuköllns viele Menschen gerade auf uns zukommen, die... Lass ihn bitte ausreden. Ich kann das auch verstehen, dass man kritisch ist. Ich will einfach nur eine Sache nochmal sagen. Es kommen viele Menschen auf uns zu. Wir sehen also auch das Leid der Menschen vor uns in unserem Wahlkreis. Wir sehen, dass Menschen zu uns kommen, ein Rentnerpaar, 45 Jahre gearbeitet, die jetzt zu uns kommen und sagen, wie kriegen wir jetzt den Wohngeldantrag durch? Wir helfen diesen Menschen natürlich. Wir helfen auch diesen Menschen, die
abgeschoben werden sollen. Auch das gibt es in diesem Land. Wir kämpfen dagegen. Ich will aber auch ganz offen, sagen, wir, das tun wir. Ich habe, okay. Leute, nein, lasst uns bitte, lasst ihn ausreden, okay. Und bitte. Wir haben letztes Jahr beispielsweise die Krankenhausbewegung. Ich bin stolz darauf, dass die Krankenhausbewegung das Ziel erreicht hat. Und ich glaube, und ich sage das auch hier ganz offen, weil auch Politikerinnen und Politiker mitgeholfen haben, aber natürlich auch die vielen, vielen Personen. Und ich will auch hier... Okay, Leute, ganz klar, ein letzten Satz. Ich bin nicht hier jemand, der sagt, die SPD ist toll, die SPD ist perfekt. Ich gehöre zu den vielen, vielen mit Jan und vielen anderen in der Partei, die Druck auf die Partei machen. Und deshalb brauchen wir auch die Unterstützung der Zivilgesellschaft. Deshalb bin ich auch hier, wie ich auch davor bei der Zivilgesellschaft dabei war. Und ich bin auch stolz auf diese Bewegung. Ich werde auch diese Bewegung unterstützen, weil wir sie in der Partei, auch in der Regierung brauchen. Ich bin also dabei an eurer Seite und vertrete auch all die Positionen, die auch hier vorgetragen sind. Dankeschön. Ich glaube, der Ärger ist im Raum total verständlich und nachvollziehbar, aber es geht trotzdem darum, zu zeigen, dass wir politischen Druck von allen Seiten brauchen. Und ich glaube trotzdem, dass wir als Bündnis und auch als Kampagne in den nächsten Monaten wirklich nur stark sind, wenn wir alle, die sich hinter diesen Forderungen versammeln, zusammenbringen. Es wird nichts bringen. Das kann ich euch gleich sagen. Es gibt tausende Bündnistreffen. Es gibt 3 Bündnisse in Berlin, die sich haben spalten lassen an verschiedenen Fragen. Wir in Berlin leisten es uns, 3 kleine bis mittelgroße Demonstrationen vielleicht zu machen, statt eine große, weil wir uns an Fragen spalten lassen die ganze Zeit. Und in dem ganzen Abend ging es darum, wie wir uns eben nicht spalten lassen, wie wir gemeinsam kämpfen. Und deswegen ist mein großes Plädoyer für euch, nicht diejenigen auszuschließen, die auch an unserer Seite stehen. Alle Widersprüche, die das hat, das ist uns allen klar. Und es ist auch der Unmut klar und der Protest hier klar. Aber ich glaube, wir müssen verstehen, dass all diejenigen, die hier sind und die den Mut haben, hier zu sprechen, mit auch in diese Bewegung gehören. Das will ich dazu nur sagen. Dankeschön. Und weil ihr natürlich nicht einfach so jetzt entlassen werdet, nachdem hier tausende Reden geschwungen wurden und nachdem die Stimmung hoch und runter gekocht ist, gibt es jetzt noch einen letzten Abschlussteil, wo es darum geht, dass ihr nämlich, jeder Einzelne im Raum, wichtig sind, sowohl für diese Bewegung als auch für den gesamten Sozialprozess. Und ich rufe Nora und David auf die Bühne, um zu erklären, was jetzt noch passiert. Bitte. Ich bin David, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger in der Charité und ich bin gewerkschaftlich organisiert in der Berliner Krankenhausbewegung, genauso wie Anja, wie Jonas, wie andere Kolleginnen, die gerade hier sind. Machen wir nochmal Lärm für Berliner Krankenhausbewegung. Genau, und wir haben das jetzt vorher in verschiedenen Beiträgen schon mitbekommen. Hier standen Leute, die richtig wütend sind und ich habe es vereinzelt von euch auch gehört, aber ihr könnt es jetzt nochmal richtig rauslassen. Genug ist? Genug! Genug ist? Genug ist! Okay, und wütend sein ist halt immer nur der Anfang. Das kann halt der erste Schritt sein. Das führt uns hierher. Wir sind wütend und genauso war es letztes Jahr auch bei der Berliner Krankenhausbewegung. Da gab es Kolleginnen, die wütend waren und dann geht es aber darum, einen Plan zu machen. Dann geht es darum, sich zu organisieren, Entscheidungen zu treffen. Und wir haben letztes Jahr bei der Berliner Krankenhausbewegung, wir hatten einen Plan für 9 Monate, haben dann 10 Monate gebraucht, bis wir Tarifverträge unterschrieben haben und das ist eine verdammt lange Zeit. Und stellt euch jetzt mal vor, wir sind jetzt hier und denkt mal 10 Monate nach vorne und dann bringt es mit dieser Kampagne einfach mal in Einklang, was euch da in den Kopf kommt. Genau, das Ding ist nämlich, wir müssen jetzt anfangen, uns richtig gut aufzustellen, uns richtig zu organisieren, richtig gut abzusprechen. Ich will euch mal sagen, was das letztes Jahr bei mir bedeutet hat. Also ich habe 2 Kids und das heißt einfach, du musst deinen Lebensalltag komplett umstrukturieren. Ich arbeite im Schichtdienst, im 3-Schichtdienst, das heißt, du musst dir freieren Räume schaffen, du musst dir Zeit nehmen für gewerkschaftliche Arbeit, für politische Arbeit und das ist nicht nur einmal auf eine Demo gehen oder ein zweites Mal auf eine Demo gehen, sondern das heißt, richtig einen Plan zu machen, wie können wir gewinnen, wie können wir verbindliche Absprachen
einmal treffen, wie können wir die umsetzen und wie können wir uns jetzt so organisieren, dass wir Genug ist genug so richtig zu einem Erfolg machen. Und das ist jetzt eigentlich, könnt gerne nochmal. Ganz kurz, bei mir auf Station, ne? Wir haben, ich arbeite auf einer onkologischen Station, ich habe vor der Berliner Krankenhausbewegung in den Tagdiensten 11 Patientinnen betreut. Und mit dem Erfolg der Berliner Krankenhausbewegung, mit 30 Tagen Streik, ne, mit vorhin einem Ultimatum an die Politik, ist es jetzt so, dass ich 7 Patientinnen in den Tagdiensten betreuen muss. Und das ist ein krasser Unterschied einfach. Das ist bedeutet ein Unterschied einmal für die Qualität der Gesundheitsversorgung, die ich leisten kann. Das bedeutet aber auch einfach, dass ich nicht so endsfertig aus jedem Dienst rausgehe. Ja? Und das ist was. Wir haben einen lebensverändernden Prozess für so viele Krankenhausbeschäftigte letztes Jahr auf den Weg hier in Berlin gebracht. Und das ist jetzt unsere Aufgabe, das Gleiche mit Genug ist genug zu tun. Und also ich habe es schon gesagt, ne, wenn ich das und viele Kolleginnen das geschafft haben im Schichtdienst, dann schafft ihr das auf jeden Fall auch. Ja, da könnt ihr euch mal selbst einmal feiern für oder mal selbst Mut zu sprechen. Und der Punkt ist ja der, ne, alle erfolgreichen Protestbewegungen bis hin zur Revolution werden eben organisiert und müssen organisiert werden. Und Simine hat es vorher schon mal super gut gesagt, guckt mal nach links und guckt mal nach rechts. Ihr könnt auch nochmal aufstehen vielleicht, das bringt auch nochmal ein bisschen Bewegung rein. Wir sitzen ja schon alle so lange. Und dann guckt, ihr seid vielleicht mit Leuten hierher gekommen, die ihr sowieso kennt. Die kennt ihr aus politischen Orgas, die kennt ihr vielleicht aus dem Arbeitszusammenhang, whatever. Ja, aber guckt euch mal um, guckt nach links und nach rechts. Und das sind die Leute, mit denen wir jetzt Genug ist genug lostreten. Das sind die Leute, die in den nächsten Monaten, ja, einen gemeinsamen Plan entwickeln und den umsetzen werden, dass die Forderungen von Genug ist genug nicht nur Forderungen bleiben, sondern dass wir sie erfolgreich umsetzen. Macht mal Lärm für euch. Und ich habe es gerade schon gesagt, ne, das bedeutet einfach jetzt Prioritäten zu setzen. Das bedeutet, sich ganz konkret Zeit zu nehmen, Zeit zu investieren, diese Bewegung aufzubauen. Und das heißt eben einmal, und Kolleginnen haben es vor mir gesagt, wenn nächstes Jahr Streiks sind, ganz egal wo, in welchem Betrieb, bei den Kollegen der BSR, bei den Wasserbetrieben, bei der Post, geht an die Streikposten, unterstützt die Kolleginnen bei den Streikdemos. Ja? Und ich kann euch das sagen, ne? Du sitzt als Streikender zum Beispiel vorm Krankenhaus 8-9 Stunden, ja? Und wenn da mal 3-4-5 Leute vorbeikommen, das hat einen krassen Effekt. Ihr müsst nichts mitbringen, unterhaltet euch mit den Leuten, warum die da sind. Das hat einen krassen Effekt, macht das einfach mal, ja? Und wie gesagt, die entscheidende Frage ist jetzt, die ihr euch stellen müsst, seid ihr bereit, euch in den nächsten Monaten, und ich sage jetzt einfach wirklich bewusst Monate, 9-10 Monate Zeit zu nehmen für diese Kampagne, für Genug ist genug, euch Freiräume zu schaffen, euch zu organisieren, zusammenzuschließen, und es wird dann ein Erfolg werden und es wird dann ein Gefühl des Aufbruchs entstehen und es wird dann möglich sein, diese Forderungen durchzusetzen. Und das ist die alles entscheidende Frage. Und deswegen genug ist, genug ist, genug ist. Okay, und wir nehmen das jetzt, was wir hier haben in diesem Raum und machen damit richtig krass Feuer in den nächsten Monaten. Und wie das ganz konkret jetzt abläuft, sagt euch Nora. Okay, ja. Für die nächsten Monate bedeutet das ganz konkret, wir brauchen eine gemeinsame Bewegung. Wir wollen hier aus diesem Raum, ich bin total beeindruckt von der Stimmung hier, diese Stimmung müssen wir auf die Straße tragen und wir müssen jeder noch 1, 2, 3, 4, 5 und noch mehr Leute mitbringen, um mit uns gemeinsam tatsächlich richtig Druck auf die Politik zu machen und dann später bei den Tarifauseinandersetzungen auch dort an der Seite der Beschäftigten zu stehen. Die nächsten Termine, die dafür entscheidend sind, auf jeden Fall natürlich die Kundgebung von Ich bin armutsbetroffen am 15. diesen Samstag, haben wir alle auf dem Zettel, wisst ihr. Für die kommenden Demos können wir noch wirklich was tun, zu mobilisieren, da ist noch ein bisschen Zeit. In 2 Wochen, am Samstag, 22. Oktober, ist die große Demo von Verdi, Parität,
BUND und anderen, es ist super wichtig, dass diese Demo richtig, richtig groß wird, weil das ist ja unsere Gelegenheit. Das ist unsere Gelegenheit zu zeigen, dass ein Großteil der Gesellschaft eine breite Bewegung aufsteht, was gegen die Preissteigerungen tun will und auch konsequent auf der Seite der Solidarität steht. Unser Ziel muss es sein, diese Demo möglichst groß zu machen. Und dann, weil es eine Bewegung werden soll, ruhen wir uns danach nicht aus, sondern es geht weiter. 3 Wochen später, am 12. November, ist die Umverteilen-Demo. Da gehen wir wieder alle auf die Straße und wir bringen wieder Leute mit. Und zwar, weil wir uns die Reichen nun wirklich nicht mehr leisten können. Und dann, das haben wir jetzt schon mehrmals gehört, sind wir gut vorbereitet, um Ende des Jahres, spätestens im Januar, an der Seite der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, bei der Post und so weiter zu stehen. Dafür haben wir jetzt hier im Raum verschiedene Möglichkeiten vorbereitet, Aktionen, wo ihr euch direkt anschließen könnt und mitmachen könnt. Und zwar, es wäre super, wenn ihr einmal kurz diese Wand da zur Seite nehmen könnt. Dahinter ist nämlich das erste Aktivitätsangebot. Genau, und ich übergebe an Daniel. Jetzt, ja. Ja, hi, ich bin Daniel von der Linken Neukölln. Und genau, wenn ich hier in den Raum schaue, dann kenne ich ganz viele Leute nicht. Das ist ungewohnt für jemand Linkes leider, weil normalerweise, wenn man zu Veranstaltungen geht, kennt man die Hälfte oder die Dreiviertel der Personen, die da sind. Und genau, wir wollen mit euch zusammen das noch viel, viel mehr verbreitern. Ganz, ganz viele Leute sind hier, das ist cool, aber ganz, ganz viele, noch viel, viel mehr Leute haben noch nie was von Genug ist Genug gehört. Die haben noch nie was davon gehört, dass es eine Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst geben wird. Und deswegen wollen wir sie darauf ansprechen. Wir wollen mit euch an die Haustüren gehen am 18.10. nächste Woche Dienstagabend hier in Neukölln, rund um den U-Bahnhof Neukölln, der besonders von Armut betroffen ist. Und genau, da suchen wir ganz viele Leute, die Bock darauf haben. Das hört sich im ersten Moment vielleicht ein bisschen einschüchternd an für Leute, die noch nicht dabei waren. Aber es ist eine ganz, ganz großartige Möglichkeit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, da dabei zu sein, würde ich mich freuen, wenn ihr in meine Ecke kommt, euch eintragt und am nächsten Dienstag dabei seid. Okay, dann warte, Theresa. Es gibt noch mehr Haustürgespräche. Und zwar hier vorne steht noch Johannes. Genau. Okay, mich kennt ihr ja schon. Auch Deutsche Wohnen und Co. Enteignen wird Haustürgespräche machen. Also für die, die es nächsten Dienstag noch nicht packen, weil es noch zu nah dran ist, gibt es die Möglichkeit, mit uns an die Haustüren zu kommen am 29. Oktober in Tempelhof-Schöneberg oder am Wochenende drauf, 5. und 6. November in Neukölln. Was wollen wir da machen? Wir wollen einerseits für die Umverteilen-Demo mobilisieren, indem wir flyern, aber auch mit den Leuten reden. Und wir wollen mit den Leuten auch ins Gespräch kommen über das Thema Nebenkosten, weil viele Vermieter ja mit den Nebenkosten noch Profite machen, die Leute abzocken. Und es gibt Möglichkeiten, wie man sich dagegen wehren kann, aber das wissen viele Leute noch nicht. Und genau darüber wollen wir mit den Leuten reden. Und nebenbei verteilen wir auch noch unsere Zeitungen, um die Leute zu informieren, was eigentlich mit diesem Volksentscheid im letzten Jahr passiert. Es ist sogar das Rundum-Service-Paket, weil man sich ja erstmal denkt, boah, jetzt einfach mit irgendwelchen Leuten an der Haustür reden, ein bisschen krass. Immer wenn wir das machen, gibt es für alle erstmal ein kurzes Training, ein Gesprächstraining, und wir üben das gemeinsam, damit niemand unvorbereitet hingeht. Also auch wenn ihr das noch nie gemacht habt, seid da gerne mit dabei, damit diese Aktionen richtig groß werden und dann die Umverteilen-Demo am 12.11. richtig groß wird. Danke. Okay, merkt euch das alle sehr gut. Das Mikro geht jetzt weiter. Es gibt noch 3 weitere Angebote und ihr, so lange bleibt ihr noch sitzen und dann danach könnt ihr tatsächlich in die Ecken gehen zu den verschiedenen Leuten, die jetzt ihre Angebote vorstellen und da euch direkt mit eintragen. Jetzt geht's weiter an die Uni oder in die Kneipe? Sagt es mir. Erst in die Uni, dann in die Kneipe. Ah ja, super. Wie sich das gehört, genau. Ich heiße Jari. Paula hat eigentlich schon alles gesagt, warum wir die Kampagne an die Unis holen wollen, warum Studierende, auch die Kollegin Anja, Micha und alle weiteren unterstützen sollten. Und genau, wer Bock hat, das mit aufzubauen, viele Studis zur Demo zu mobilisieren, aber auch an der Uni wirklich aktiv zu werden,
Der kommt da vorne hin und trägt sich ein in die Mobi-Termine an HU, TU, FU und allen Hochschulen, die euch sonst noch so einfallen. Und genau, jetzt geht's weiter in die Kneipe. Genau, es gibt nämlich auch eine Kneipentour. Das heißt, wir ziehen durch die Kneipen und mobilisieren nochmal gut für die Demo. Falls ihr Interesse habt, schreibt einfach euren Namen und Telefonnummer in die Liste. Und ja, lasst es gut machen. Gut. Ja. 21. 10. Okay, dann genau, wissen wir schon, hier vorne Haustürgespräche, dort hinten Richtung Ausgang, Kneipe und Uni. Und jetzt geht's weiter, genug ist genug, in die Betriebe. Hi, ich bin Ronda und dort hinten kann man sich eintragen, um genug ist genug in die Betriebe zu bringen. Genau, viele Kolleginnen haben ja gerade schon gesprochen, was da die Situation ist. Und das Ding ist, das hatte David auch gesagt, es macht einen riesen Unterschied, ob die Bevölkerung hinter einem steht, wenn man dort im Streik ist oder nicht. Ich kenne das, ich habe einen Kollegen von der BSR letztens gesprochen, der meinte, ja, das Beispiel mit dem Müll, ich bin ja eigentlich streikbereit, aber dann kriegen wir tausende Anrufe von den Berliner Bürgern und die sind alle sauer auf uns und nicht sauer auf unseren Chef. Und genau, damit aber bei den Kollegen bei der BSR ankommt und auch in den Krankenhäusern und in anderen Betrieben, dass die Berlinerinnen und Berliner sehr wohl wissen, warum gestreikt wird und dass es das auch wert ist und dass die Kolleginnen das wert sind. Genau, wollen wir das gemeinsam verknüpfen, die Proteste von der Straße in die Betriebe bringen und wie man das macht, wie man cool mit den Kollegen ins Gespräch kommt, wie man die Erfahrung gegenseitig austauscht, das kann man bei uns in einem Workshop machen und dann mit den Kollegen gemeinsam die Tarifrunde vorbereiten und die unterstützen. Und wer daran Interesse hat, trägt sich da hinten in den zweiten Ausgang ein. Okay, ihr habt es alle gehört. Also jetzt kommt dieser Teil, der vielleicht das ist, was man so assoziiert, wenn man Rallye hört. Eure Aufgabe hier im Raum ist nun, überlegt euch, an welcher Stelle, an der Haustür, in der Uni, in der Kneipe oder im Betrieb, an welcher Stelle wollt ihr mithelfen, genug ist genug, tatsächlich aufzubauen und zu einer starken Bewegung zu machen und noch mehr Leute mitzunehmen. Ihr könnt jetzt, genau, ihr findet an jeder Station Listen, da stehen auch Leute, die könnt ihr noch mal was fragen, wenn ihr noch, genau, wenn ihr noch was besprechen wollt. Vor allem aber könnt ihr dorthin gehen, euren Namen und eure Telefonnummer dalassen und euch mit denen verabreden. Ihr habt dafür 5 Minuten und danach kommt ihr alle wieder zurück auf eure Plätze und wir machen einen gemeinsamen Abschluss. Also, auf die Plätze, fertig, los!
Danke. Also ich bin trotzdem noch bei euch. So, wenn ihr euch schon eingetragen habt für eine Aktivität, mit der ihr genug ist, genug richtig groß machen wollt, super, dann könnt ihr schon mal langsam wieder auf eure Plätze gehen. Haut nicht ab, es gibt noch ein paar knackige Schlussstatements, die wollt ihr nicht verpassen. Wer gleich in zwei Gruppen mitmachen will, sollte sich jetzt beeilen, zur zweiten zu kommen. Und dann würde ich euch bitten, kommt so langsam ruhig wieder zusammen und setzt euch wieder auf eure Plätze. Es tragen sich noch relativ viele Leute ein, weil es halt nicht so schnell geht. Okay. Okay, liebe Leute, super, dass ihr euch eingetragen habt. Super, dass so viele aktiv werden wollen. Wir würden jetzt noch einmal zusammenkommen für einen Schluss mit David und Anja und allen zusammen. Bitte kommt noch einmal zur Mitte, setzt euch hin und ich übergebe wieder an Ines. Danke dir, Nora. Eine technische Ansage. Es wurde hier ein Schlüssel gefunden auf dem Boden. Guckt mal bitte alle in eure Taschen. Es ist ein Fahrradschlüssel noch dran. Es ist ein herkömmlicher Schlüssel. Es ist deiner, okay. Okay, das, okay, gut. Ich dachte, das wäre komplizierter. Sehr gut. Wir wollen noch eben einsammeln. Was hat sich denn an den Ecken getan? Könnt ihr sagen, wie viele Leute sich eingetragen haben? Es tragen sich immer noch Leute ein. Ihr müsst schneller werden. Ihr müsst schneller werden, ihr müsst wieder zurückkommen. Daniel, ja. Ja. Ja, ja, ja. Hallo? Sagt einfach, wie viele waren bei euch? 25. 25 für die Haustürgespräche. 25 Leute machen Haustürgespräche, das ist großartig. Die zweite Ecke, Kneipe. Kneipe? Kneipe, wie viele kommen in die Kneipe? Kneipe sind wir auch bei... Alle. Kneipe sind wir auch bei 25, glaube ich. Okay. Und Uni sieht auch noch 25 aus. Okay. Großartig. Ja. Eventuell gehen noch mehr in die Kneipe, ich habe den Joke schon verstanden. Okay, vielleicht mehr als 25 in der Kneipe. Was ist mit den Unis? 28. 28. Okay, das heißt, 28 Leute wollen in die Betriebe gehen und dort Kolleginnen und Kollegen unterstützen oder sind da sowieso. Großartig. Und genau, an den Unis und in den Kneipen nochmal jeweils 25. Das ist wirklich toll.
Das heißt, ihr habt gemerkt, das war nur der Auftakt, das war die erste Rallye. Es werden noch viele Rallyes folgen in vielen anderen Städten. Es haben sich mittlerweile nämlich schon mehrere Dutzend lokale Gruppen von Genug ist Genug gegründet. Das heißt, von Kiel bis München, von Aachen hier bis Berlin gibt es lokale Gruppen, die sich selbst organisieren, die auch solche Saalkundgebungen wie diese hier veranstalten wollen. Und wir unterstützen die natürlich, denn es ist eben nicht nur Berlin und es sind nicht nur wir, die hier diese Tarifauseinandersetzung haben werden und diese Proteste anführen werden, sondern überall. Und um es nochmal zu sagen, es gibt in anderen Städten, können wir froh sein, wenn Linke überhaupt auf die Straße gehen. Das heißt, wir unterstützen wirklich jeden und jede, die sich diesem Protest anschließt. Und wir freuen uns über jede Gruppe, die jeden Tag dazukommt. Also auch wenn ihr in eurer Stadt, für alle, die im Livestream zuschauen, eine Genug ist Genug Gruppe gründen wollt, dann macht das, kommt auf uns zu. Es gibt Material auf der Seite. Wir unterstützen euch auf jeden Fall gern dabei. Und ich will nochmal auf die Termine hinweisen, die jetzt wichtig sind. Und auch nochmal, dass ihr jeder von euch, wenn ihr rausgeht, nochmal so einen Packen Flyer mitnehmt für die Kundgebung von Ich bin armutsbetroffen. Die ist nämlich am Samstag um 13 Uhr vorm Kanzleramt. Wir haben noch 10.000 Flyer hier liegen. Also jeder und jede nimmt nochmal ausreichend Flyer mit, verteilt sie morgen nochmal in der Stadt, egal wo, verteilt sie überall, damit möglichst viele am Samstag um 13 Uhr dahin kommen. Denkt an die Demo am 22.10. und dann an das Umverteilenbündnis am 12. November. Das sind die Termine, die wichtig sind, die müsst ihr euch merken. Und jetzt übergebe ich noch ein letztes Mal an Anja und an David. Ich glaube, die Berliner Krankenhausbewegung hat mit 10 Leuten angefangen und ist am Ende was richtig Großes geworden in Berlin. Wir sind hier heute, ich weiß gar nicht, 150, 200, also malt euch aus, was das wird am Ende. Es wird eine große Bewegung, es ist toll, dass wir heute hier angefangen haben, dass ihr dabei wart. Es ist super, es ist so viel Kraft dahinter. Es ist natürlich viel Wut dahinter, aber die sollten wir ummünzen in Aktivität. Lasst uns in die Kneipen gehen, in die Unis, in die Betriebe. Lasst uns Leute motivieren, mitzumachen, auf die Straße zu gehen und in diesem Land was zu verändern. Genau, also Anja hat es ja gesagt, ihr setzt euch für eure Interessen ein und es ist jetzt entscheidend, dass wir gemeinsam diesen Weg gehen. Lasst uns die Energie von heute, einfach dieses Feuer mitnehmen, kommt jetzt gut nach Hause und wir sehen uns auf der Straße, wir sehen uns vor den Betrieben, wir sehen uns in den Unis, wir sehen uns in der Kneipe. Auf dann! Applaus